Mach doch ein Und ihr bisschen seid müde. drauf. Hallo, ich bin nicht Markus Plötz. Ist mir schon positiv aufgefallen. Aber wir haben tatsächlich heute den einzigen Spieler, den wir da wirklich brauchen, und das ist Michael Mingers. Hallo. Eigentlich war vorgesehen, dass das freigeschaltete Let's Play von Nedime, die Tochter des Kalifen, als vorgelesenes Solo-Abenteuer für Michael von Markus gehalten wird, aber der ist derzeit verhindert. Wir haben hier in Gedenken an ihn ein Bild aufgestellt von ihm. Die Maske sitzt ihm ungefähr genauso gut im Gesicht wie einer echten Person. Es geht ihm gut, soweit ich weiß, aber er ist in den USA, richtig? Und deswegen muss ich jetzt hier stellvertretend für Michael Dinge vorlesen. Aber unter den wachenden Augen des Chefs. Naja, schaut in die Also falsche deines Richtung. Chefs. Er schaut in die Kamera. Er kann nicht sehen, was wir hier hinten tun. Der ist so aufmerksamkeitsgeil. Ja. Theaterleute, echt. Was weißt du über Nedime, die Tochter des Kalifen? Ich habe entweder liebliche Prinzessin Jasmin oder Nedime, die Tochter des Kalifen, damals gespielt. Ich weiß nicht mehr, welches Gab welches es war. Schiffe? Nee. Dann war es wohl eher Nedime. Es gab einen furchtbaren Hof, wo man auf jedem Feld würfeln musste. Das ist wiederum nicht Jasmina. Ich habe Nedime selber nie durchgespielt, aber Okay. Jasmina habe ich gespielt. Okay. Das ist ein Solo-Abenteuer, wo man unter anderem ins Bordell gehen kann, um Informationen zu bekommen. Ich habe das mit 12 oder so gespielt, hatte keine Ahnung, worum es da geht, habe mich Aber die Damen bedienen dich ja, deswegen genannt. hast du gedacht, ja, ich hab dich, ich Exakt. hab's Ich habe erkannt. mich von jeder einzelnen Dame in diesem Etablissement bedienen lassen, um an Informationen zu kommen. Und dachte mir, ja, nett, wahrscheinlich essen wir zusammen was. Nice. Nedime, die Tochter des Kalifen, wird in unseren allgemeinen Metaplot unserer vollkommen durchdachten Story der Helden Nubor, Leta und eine Weile Bock und dann jetzt demnächst jemand anderes folgendermaßen eingebettet. Das ist die Vorgeschichte von Nubor. Aber es gibt auch keine Vorgeschichte. Das hatten wir ja eigentlich schon durch den Comic etabliert. Ja, das nennt man Retcon. Ach so. Das ist doch die Ulysses-Hausmesse. Nein, Das was Positives, ne? mit E, nicht mit A, mit E, Retcon, wie in die Retcon. Vergangenheit zurückgehen und Dinge umschreiben, damit sie nicht mehr so peinlich sind wie damals bei Comics in den 60ern, bei DSA in den 80ern, bei dir, weiß nicht, Moment, ist bei das jetzt. Nubor, bei Nubor. Ich muss das ja bitten. Ja, und das ist die Vorgeschichte. Hast du Nubors Charakterbogen dabei? Halt mal den Bogen hoch. Der sieht auch ordentlich zerlödert aus. Den habe ich gestern ausgedruckt und dann Und in die hast Hosentasche du was gesteckt. damit gemacht? Ich habe gedacht, nee, habe ich vorgestern ausgedruckt und da habe ich mir gedacht, bevor ich den jetzt irgendwie vergesse, falte ich den zusammen und packe den in meine Hosentasche, sodass ich ihn auf jeden Fall dabei habe. Das heißt, du trägst seit mehreren Tagen dieselbe Hose. Okay. Tage? Du bist also ganz allein. Du hast weder Leta, egal ob zaubernd oder nicht, noch irgendein Zwerg dabei oder sonst irgendetwas. Und ich habe mir Notizen geben lassen von Markus in seiner Abwesenheit, damit wir das hier auch richtig aufziehen. Er hat ein paar Sachen mir notiert. Falls du X machst, soll ich mit Y reagieren und ein paar Dinge, die ich auf jeden Fall im Verlauf des Abenteuers irgendwie Er hat unterbringen sich soll. versucht zu programmieren wie so ein Computer. So ein Wenn bisschen, Bedingung ja. X eintrifft, Genau, führe dann Y aus. ungefragt Michael an der Schulter anfassen und näher rücken. Das ist die Option für mehrere Dinge. Dein Vater auf jeden Fall. Nubos Vater. Nubors Vater. Entschuldigung, ich will bitte nicht zu nahe treten. Was dein Vater macht, weiß ich nicht. Aber Nubors Vater ruft dich zu sich und sagt: Sohn, Nubor von Sturmfels. Ach, Du hängst hier immer noch rum. ach so, das spielt vorher, Ja. ne? Es gibt keine Welt, was soll ich denn machen? Es wird Zeit, dass du in die Welt hinausziehst und ein paar Abenteuer erlebst, um dir wirklich deine Position als mein potenzieller Erbe zu verdienen. Aber es gibt doch nur Havena. Nein, nein, ich habe einen Brief erhalten aus dem Umfeld von Abu Delrumun ibn Khamala, dem Kalif über alle Tulamiden der Kom, alle Novadis. Das sagt dir das irgendetwas, mein Sohn? Nein, ich habe das Gefühl, dass das gerade erst etabliert wird. Zumindest in deinem Kopf. Ein guter Freund von mir ist an dem Hof dieses Kalifen zu Gast und sagt, die Tochter des Kalifen wurde entführt und es ist ein hoher Preis darauf ausgesetzt worden, sie wiederzubringen. Du möchtest mich nur loswerden, damit ich mein eigenes Geld verdiene? Ich möchte, dass du hinausziehst und Geld verdienst und mir beweist, dass du ein Abenteuer erfolgreich abschließen kannst. Warum bist du so auf die monetären Dinge fixiert, Vater? Wegen mir musst du das Geld auch gar nicht annehmen. Du kannst auch heldenhaft darauf verzichten. Mal gucken.
Also, zieh los und erfülle diesen Auftrag. Wo ist der Nikom? Südlich von hier. Du findest das schon. Frag dich einfach durch. Kann ich ihr Familienschild mitnehmen? Du musst doch unser Wappen zeigen. Wenn Michael nach einem Schild fragt, folgende Option. Nein, sind geradeaus, werden neu lackiert. Hast du noch nicht verdient, erst nach diesem Abenteuer. Ist die Option, die ich wähle. Danke, Vater. Mhm. Und ab jetzt gewöhn dich dran, gesiezt zu werden, mein Sohn. Denn sie sitzen in einem kleinen Teehaus in Allahabad, einer Oasenstadt nahe an Chopal. Offensichtlich hast du den. Ich habe mich durchgefragt. Und natürlich siezen mich Leute. Ich hatte schon von Anfang an einen Bart. Was hat das mit Siezen zu tun? Wird man nur gesiezt, wenn man einen Bart hat? Nein, aber dann wirkt man halt alt und erhaben. Also Nuro hat immer schon Bart, der wurde geboren mit Na, so weit würde ich nicht gehen. Der wurde mit einem kleinen Helm mit Flügeln auf dem Kopf geboren. Nein, es gibt auch keine Vorgeschichte. Also das ist ja jetzt die Vorgeschichte. Das ist jetzt die Vorgeschichte. Wir können auch erklären, wie du an deinen Flügelhelm kommst. Dieser Stuhl klingt gefährlich. Ich glaube, das sind die Ketten. Ich zerstöre gerade den Schmuck, der da unten liegt, richtig? Mhm. Tabakrauch zieht in dichten Schwaden durch den Raum und das Stimmengewirr der ausschließlich männlichen Gäste erfüllt die Schenkel. Plötzlich erweckt eine laute Unterhaltung am Nebentisch ihre Aufmerksamkeit. Das ist eine Schwulenbar, oder? Also es sind nur Männer anwesend. Mhm. Das könnte entweder mit den Vorurteilen der gewisser tulamitischer Kulturen zu tun haben oder es ist eine Schwulenbar, du bist dir noch nicht sicher. Aber bisher hat niemand dahinter angefangen. Warum führe ich das überhaupt aus? Das steht hier gar nicht. 100 Dukaten, sagst du? Ja, 100. Das ist die Belohnung für ihre Rettung. Pah! Was nützt mir die Aussicht auf das viele Geld, wenn ich vorher in der Schlangengrube lande, so wie bereits 20 andere zuvor? Du behauptest wirklich, 20 hätten es versucht und keiner wäre wieder gesehen worden? Klar doch, 20 wackere Burschen, so wahr ich mehr Läuse auf dem Kopf habe als Heller in meinem Beutel. Der Kalif ist ein Narr, er soll sich mit Nedimes Schicksal abfinden, anstatt immer wieder neue Abenteurer ins Verhängnis zu treiben. Aber das ist ein Risiko, was ich bereit bin einzugehen. Gafta, du hast da leicht reden. Schließlich hast du keine Tochter wie Nedime. Rastullah, der Herr, hat mich mit einer Schar prächtiger Söhne gesegnet. Gelobt sei er und gepriesen. Ihre Neugier haben die beiden geweckt. Hoffentlich erzählen sie noch etwas mehr. Ich spreche aber deren Sprache. Offensichtlich. Ja. Du, ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht in der Schule in den ganzen Dingen, die deinem Vater wichtig waren, gar nicht so gut warst wie Reiten, Sport. Kämpfen. Aber Sprachen, dafür hast du dich immer interessiert und für Modegeschichte. Du fühlst dich eigentlich in diesem Etablissement sehr wohl. Übrigens, du hast keine Option, irgendwas zu entscheiden. Es geht einfach direkt mit dem nächsten Abschnitt weiter. Na gut. Mm. So einen prächtigen Schnurrbart, wie Gaff da offensichtlich hat. Liegst du mit deiner Vermutung, dass es eine Schwulbar sein könnte, vielleicht gar nicht so falsch? Hm. Ich glaube, da wird er besser auf Musik laufen. Läuft da vernünftige Musik? Ich glaube, es ist so ein allgemeines, vage, vorderasiatisch klingendes Gedudel. Okay. Was auch immer Ulrich Kiso damals sich vorgestellt hat. Das ist von Ulrich Kiso? Das ist von Ulrich Kiso. Okay. Soweit ich weiß, ist eine Tanzszene, die da drin ist, und der Name Nedime sind auch irgendwie genommen aus dem Bauchtanzunterricht von Ina Kramer. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, welche Musik da läuft, weil meine Mutter tatsächlich eine professionelle Bauchtänzerin war und dann dieses Gedudel lange bei uns zu Hause. Okay. Dum, dum, tick, tick, dum, dum, tick. Danke für diese musikalische Untermalung dieses gesprochenen Textes. Du wagst es! Hallt eine dunkle Männerstimme hinter ihnen durch den Saal. Unwillkürlich zucken sie zusammen, wenden sich von den beiden Männern ab und beobachten gerade noch, wie ein schmächtiger Händler vor einem riesigen Fleischberg auf dem Boden kniet und um Gnade fleht. Achso, ich dachte wirklich, so ein Berg aus Hackfleisch ist plötzlich angeboten. Aber das ist nur eine Metapher. Okay. Ich glaube ja, aber ich dachte auch erst dann nett. Koros, spar dir das unwürdige Gewinsel! Der betritt der Fleischberg den vor ihm knienden Mann. Wollen Sie Partei für den Wehrlosen ergreifen oder die Situation stumm weiter beobachten? Ich schaue mir das erstmal an. Okay. Willst also nicht eingreifen, lehnst dich zurück und schaust, was die Show noch zu bieten hat. Koros murmelt etwas, was sie nicht verstehen können. Dafür vernehmen sie aber den Fleischberg sehr deutlich. Erspare mir deine Ausflüchte! Liefere mir das Schwert und dann schweige! Für einen Moment scheint der Mann zur Besinnung zu kommen, doch dann bemerkt er sie. Erbost stapft er auf sie zu. Was glotzt du denn? Ohne Vorwarnung schnellt seine Faust auf sie zu.
Was guckst du? Der Kampf wird mit den Fäusten geführt, das heißt, dass sie nur 1W-Trefferpunkte verursachen und der Rüstungsschutz für diesen Kampf unabhängig von den Werten auf ihrem Heldendokument nur einen Punkt beträgt. Der Kampf dauert an, bis einer der beiden Kontrahenten weniger als 20 Punkte Lebensenergie hat oder die fünfte Kampfrunde zu Ende ist. Wenn Sie die Lebensenergie des Flashbacks zuerst auf einen Wert von 20 senken können, diesen Abschnitt. Okay. Du liest die meiste Information vor? Ja, ja, aber ich bin dann abgeschweift, also, und verstummt langsam. Musst du jetzt trotzdem. Ach, du musst würfeln, obwohl du Spielleiter mit dem Solo bist. Ja, was hast du für einen Mut? Mein Mut liegt bei 12. Seiner auch. Dann gewinnt der Held zuerst. Ich habe eine 5 gewürfelt und du? Eine 6. Dann bist du als Erster dran. Schön. Dann hau ihn mal. Das wird jetzt voll spannend. Daneben. Könnt ihr Markus ein bisschen weiter rüber schieben? Er verdeckt dich nämlich sonst. Dankeschön. Ja. Warum ein bisschen weiter? Er trifft. Warum würfeln wir eigentlich die W6? Das macht immer einfach nur einen Trefferpunkt. Och nein. Das war Runde 1. Du darfst wieder. Mach ein bisschen schneller hier. Daneben. Patzer. Patzer. Patzer gibt's noch nicht. Nee. Das war Runde 2. 5. Das ist ein Treffer. Er verliert einen. Wenn er mehr als 25 Lebenspunkte hat, ergibt das gar keinen Sinn, weil das in der 5. endet und bei 20 er trifft. Er hat übrigens 34 Lebenspunkte. Das ist voll durchdacht. Das ergibt doch, das kann gar nicht mit den Lebenspunkten enden. Mhm. Ach nee, 1W-Trefferpunkte, okay. Also war es doch richtig, die Einsätze zu würfeln. Es gilt nur ein Punkt Rüstungsschutz. Egal, wie viel du trägst. Ich meine, das so verstanden zu haben. Ja, ja, korrekt. Okay. Dann kriege ich jetzt 2W6 Schaden. Und er kriegt 1W6 Schaden. Haha! ist auf dasselbe mehr oder weniger hin. Not oder Elend. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt in der 4. Kampfrunde. Ich treffe. Mit 3. Also kommen 2 durch, nehme ich an. Soll ich mal für den Kontrahenten würfeln, damit du nicht wieder ablegen musst? Ja. Patzer. Trifft nicht. Das war Runde 4. Und finale Runde, ich treffe mit 5. Mhm. Und was hat er für einen Attackewert? 10. Dann trifft er nicht. Gut. Da habe ich mich ja wacker gehalten. Du hast ihn genau auf 25 runtergebracht. Oh, aber es hätte unter 20 gehen müssen. Ja, tut mir ja. leid. Dann gilt es wohl einfach per Default als verloren. Der Kampf zieht sich schmerzhaft in die Länge. Ach. Aber dann greifen verloren. Auch die beiden Männer vom Nachbartisch ein und gemeinsam gelingt es recht schnell, den tobenden Mann zu Boden zu ringen und bewusstlos zu schlagen. Fleischberg am Boden. Der Besitzer des Teehauses weist zwei junge Burschen an, die Streitsüchtigen hinauszuschaffen. Dann bittet er sie und die beiden anderen Gäste an einem mit besonders weichen Kissen versehenen Tisch Platz zu nehmen und serviert einen würzig duftenden Tee. Von Chorus fehlt jede Spur. Chorus war der Händler? Mhm. Rastulla sei gepriesen. Sie stellen sich vor. Stell dich mal vor. Oh, dein Vater hat dich noch gebeten, dass du vielleicht einen Decknamen annimmst, falls die ganze Sache schief gehen sollte. Also denk dir jetzt mal spontan aus, wie dein Charakter eigentlich heißen soll. Nicht mal zu mir stehen will er, wenn ich irgendwas... Ja, also schwirrt mich raus. Nix mit Nubor. Wie heißt dein Charakter? Jetzt als vollkommen unauffälliger Aventurier. Alrik? Alrik ist ein guter Anfang. Alrik und weiter. Alrik Würfelwurm? Würfelwurm. Ich bin in den NSCs normalerweise immer nach Kram, der auf dem Tisch liegt. Und das ist das Erste, was mir jetzt eingefallen ist. Ich finde Würfelwurm tatsächlich nicht schlecht, weil es die Würfel, den Würfelturm und die Würmer irgendwie mit drin behaltet. Aber ich glaube, dein Vater findet das nicht gut. Das klingt sehr, sehr unwürdig. Irgendwas Martialerisches. Irgendwas mit einer Waffe drin, ein Schwert oder Speer. Oder Kameraspeer geht auch nicht. Glasspeer ist irgendwie auch doof. Der Plötzpeilos. Der Plötzpeilos. Ist der Peilos schon erfunden? Ich glaube nicht. Nein, der Plötzpeilos. Und auch nicht der Plötzlöffel. Übrigens, ich enthülle jetzt mal eine Wahrheit über Markus Plötz. Er wird nur von einem Kochlöffel in seinem Nacken aufrecht gehalten. Rückgratlos. Nein, er hat ein Rückgrat. Es besteht nur aus Holz und kann zum Kochen verwendet werden. Also, nicht Alrik Plötzlöffel.
Plötzstift. Plötzbogen? Charakterbogen ist zu lang. Plötzbogen. Plötzbogen. Wegen mir. Alrik Plötzbogen. Kommt mir irgendwie vertraut vor. Ich weiß auch nicht warum. Du stellst dich also vor als Alrik Plötzbogen nach einer längeren Denkpause. Ihre neuen Bekannten heißen Gafta und Acht. Ich stelle mir das gerade vor. Wer seid ihr denn? Ich schau mich mal um. Alrik Plötzbogen. Verzeiht, fahren Sie fort. Das musst du jetzt eigentlich du vorlesen, ist egal. Ich konnte nicht umhin, euer Gespräch zu verfolgen. Warte, wie klingt es? Kannst du noch mal ein paar Worte sagen? Verzeiht, ich kam nicht umhin, euer Gespräch zu belauschen. Sagt, ist das wahr, was ihr euch erzählt? Eine Tochter des Kalifen befindet sich in Gefangenschaft. Das ist ja furchtbar. Misstrauisch blicken sie die beiden an. Schließlich wendet sich Gafta Ahmed zu, als seien sie gar nicht anwesend. Schau gut zu, Ahmed. Erzähle von der Prinzessin und vor uns sitzt Nummer 21. Am Glanz der Augen kannst du erkennen, was Gold bewegt. Du hast recht, Gafta. Aber jeder ist seines Glückes Schmied. Und überdies muss ich sagen, gefällt mir die Vorstellung von einer gefangenen Nedime, die den König, die den Löwen zum Fraß vorgeworfen wird, ganz und gar nicht. Damit wendet er sich ihnen zu. Was du gehört hast, entspricht der Wahrheit. Nedime, die einzige Tochter des Kalifen Abu Delrumun, wurde entführt und vermutlich eingekerkert. Von wem, wollen sie kurz angebunden wissen? Das steht hier wirklich. Kurz angebunden, die kennen dich. Vom herrschsüchtigen Sultan Hasrabal. Du hast vom üblen Ruf dieses Potentaten hier in der Stadt bestimmt schon gehört. Ich bin ja auch nicht sehr lange in der Stadt. Aber ich habe gehört, sein Palast soll sich hier ganz in der Nähe befinden, erwidern sie. Das stimmt. Und darin hält er Nedime gefangen, meint Gafta. Aber es ist aussichtslos. Schon zu viele haben bei dem Versuch, Nedime zu befreien, ihr Leben gegeben. Such dir eine ehrliche Arbeit. Schlagfertig entgegnen sie. Ich kenne keine ehrwürdigere Arbeit, als die unschuldige Tochter des Kalifen dem üblen Griff des Despoten Hasrabal zu entreißen. Seufzend lehnt sich Gafta zurück. Nummer 21. Halt die Klappe, Gafta! Hier bringt wenigstens jemand den Mut auf, sich in die Höhle des Löwen zu wagen. Ahmed schaut sie durchdringend an und fügt leise hinzu. Ich fürchte, das musst du wörtlich nehmen. Und wenn schon, erwidern sie. Habt ihr eine Ahnung, wie ich in das Innere des Palastes komme? Gibt es vielleicht einen geheimen Zugang? Der ist tatsächlich, der Herr Abenteurer ist wirklich sehr ergebnisorientiert. Ich finde das gut. Ist dir sympathisch, ne? Ja. Es gibt ein Fenster an der Rückseite. Sonst bleibt dir nur der Weg durch das Tor. In jedem Fall solltest du zur Mittagsstunde dort eindringen, weil dann die meisten Wächter schlafen. Was? Hat vielleicht was mit der Hitze zu tun. Während diese Informationen bis in den letzten Bereich ihres Kopfes vordringen, verabschieden sich die beiden Männer. Viel Glück! Wenn du eine Ausrede findest, als NSC Michael anzufassen, dann tust. Viel Glück! Du wirst es brauchen können! Bis zum Mittag haben sie noch ein wenig Zeit. Da sie der Besitzer des Teehauses eingeladen hat, müssen sie nichts bezahlen und gehen durch den einzigen Zugang zum Tee. Ich trinke so viel Tee, wie ich kann. Zum Teehaus hinaus, zu Abschnitt 334. Oh, die Leute wissen, wie man sich gut gehen lässt. Heißes Wasser mit Geschmack. Auf der Straße herrscht noch reges Treiben. Kann ich noch Fragen stellen? Nein. Steht ja auch. Auf der Straße herrscht noch reges Treiben, auch wenn die Ersten anfangen, sich in die Schatten der Häuser zu flüchten. Mittlerweile haben sie ihre Lebensenergie auch wieder vollständig zurückerlangt, da es sich bei der Auseinandersetzung mit dem Streitsüchtigen nur um einen Faustkampf handelte. Der Tee hat sich ja auch geholfen. Sind da jetzt einfach waffenlose Kampfregeln jetzt im Abenteuer einfach spontan improvisiert worden, ja. Okay. Suchen Sie gleich nach dem Palast oder wollen Sie vorher den Basar besuchen? Gibt's auf dem Basarschild? Das kann ich dir nicht beantworten. Weiß ich, wie viel Uhr es sind? Hier steht nur vorhin so was Vages wie, es ist noch ein bisschen Zeit bis Mittag. Dann will ich mal zum Basar gehen. Du gehst zum Basar. Du hast tatsächlich das Entscheidende, ne? Krass. Die Zeit läuft. Aber bevor Sie nun den Basar besuchen, sei an dieser Stelle kurz auf das Spielprotokoll verwiesen. Dort befinden sich mehrere Abschnitte, von denen gerade jetzt nur der Abschnitt auf dem Basar von Interesse ist. Oben befinden sich 12 Zeitkreise, die angekreuzt werden müssen, wenn hinter einem Abschnitt ein CZ plus 1 steht. Dann ist so viel Zeit vergangen, dass Sie einen Zeitkreis ankreuzen.
Lassen Sie sich bitte vom Kreis hinter dem Wort Säbel nicht irritieren. Dessen Bedeutung wird an anderer Stelle erklärt. Sind alle Zeitkreise angekreuzt, ist es Mittag und Sie sollten unverzüglich den Palast des Sultans suchen. Um auch diese Erklärung wiederzufinden, können Sie in der Klammer neben den Worten auf dem Basar die Nummer dieses Abschnitts eintragen. Habe ich schon gemacht. Aber nun folgen Sie zunächst einmal dem Lärm der Menschen und erreichen nach kurzer Zeit den Basar. Ihnen fällt sofort der Stand von Koros Blutrausch auf, an dem der schmächtige Händler aus dem Teehaus Waffenfeil bietet. Blutrausch, denken Sie und müssen unwillkürlich schmunzeln. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Es ist, als würde Ulrich Kiesow aus dem Grab einen Blick in deine Seele werfen. Daneben befindet sich ein Stand, an dem Kräuter verkauft werden. Etwas abseits sitzt ein junger Bursche auf einem schlichten Teppich und bietet ein einfaches Würfelspiel an. Vielleicht ist es eine gute Gelegenheit, etwas Geld zu verdienen. Hättest dich doch Würfelplötzen nennen sollen. Vielleicht gibt es aber auch andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Sie könnten einen eindrucksvollen Schattenkampf vorführen. Ich weiß nicht, woher du das können sollst. Eine spannende Geschichte erzählen. Wahrscheinlich eine Charisma-Probe. Ein Lied vortragen. Sich als Schneider verdingen. Was? Das ist vermutlich die anständige Arbeit, die eben erwähnt haben. Ja. Oder der Beutelschneiderei nachgehen. Schneider, Beutelschneiderei. Ich glaube, da wollte Ulrich die so voll. Hey, hey, hey. Ich möchte zum Waffenhändler, dem Herrn Blutrausch. Mhm. Wenn Sie möchten, können Sie jederzeit zum Palast des Sultans aufbrechen. Den Weg kann Ihnen vermutlich jeder Besucher des Basars weisen. Hallo, ich bin Abenteurer 21. Ich würde gern zum, zum Kalifen. Ich würde gern zum... Das ist ja nicht der Kalif. Der, das ist der Sultan. Dem Kalifen ist die Tochter gestohlen worden und ist praktischerweise schon in der Stadt, wohin sie entführt wurde. Das wäre zu komplex. So, du möchtest also zum Herrn Blutrausch und Waffen kaufen. Schilde gelten ja, zumindest wenn man technisch spricht, als Verteidigungswaffen. Kreuzen jetzt schon mal ein Zeitding sie an. Freudig strahlt sie Koros an und winkt sie näher. Rastulla sei mit euch. Ich mache euch einen guten Preis. Schaut, schaut. Ich gucke. Hier ist eine Liste von Dingen, die du kaufen kannst. Dolch, Kurzschwert, Säbel, Entermesser, Schwert, Kriegsbeil. Entermesser in der Wüste? Dann kann Wüstenschiffe entern. Ah, also Kamele. Das ist sozusagen Kamelmesser. Kriegsbeil, Zweihänder, Kriegshammer. Wattierter Waffenrock, Lederrüstung und Kettenhemd. Kein Schild. Kein Schild. Komm, du Kein hast eine Scheiß. Anweisung von Markus, dass du das nicht vorlesen sollst. Steht da, aber tatsächlich sind hier auch keine Schilde. Aber ich muss jetzt die Gelegenheit nutzen, laut Anweisung zu sagen, kein Scheiß. Das steht hier so. Du bist mir trotzdem sympathischer als Markus. Ich tue mein Bestes, um möglichst keinen Unterschied aufkommen zu lassen. Ja, wenn du fertig bist. Kein Schild. Gut, dann... Du kaufst also nix. So, ich, dann hast du die Auswahl... Habe ich die Option, ihn irgendwas zu fragen? Weil es ging ja eben... Der wirft mir den Plotfetzen hin von wegen so, hey, wie sieht's mit dem Schild, mit dem Schwert aus? Und dann kann ich ihn später nicht mehr drauf ansprechen. Nein. Muss ich wegtun? Zumindest nicht so viel mit rumspielen. Entschuldigung. Nein. Immer wenn du versuchst, ihn anzusprechen, sagt er nur, Rastulla mit euch. Ich mache euch einen guten Preis. Ah, er ist in eine Endlosschleife gefangen. Wie Rastulla mit euch. Ah. Ich mache euch einen guten Preis. Ja, tschüss. Rastulla mit euch. Und mit dir. Ja, möchtest du zu dem Kräuterhändler oder möchtest du ein Würfelspiel spielen? Wie viele möchtest Stunden du einen Schattenkampf? Du kannst noch 11 Kreuzchen machen. Aber du kannst jederzeit versuchen, den Weg zum Palast zu finden. Beim Schattenkampf, vorführen eine Geschichte erzählen, ein Lied singen, dich als Schneider verdingen oder Leute beklauen. Ja, dann gehe ich erstmal zum Kräuterhändler. Vielleicht hat er irgendwelche Heilgetränke oder sowas, die mir noch helfen könnten. Kauft, Leute! Kauft bei El Amir! Kauft, kauft! Für Tee interessieren sie sich nicht, aber sie entdecken auch kostbare Heiltränke, die der Mann verkauft. Möchtest du einen kleinen oder einen großen Heiltrank? Ich hätte gerne einen großen Heiltrank. Das wären 22 Dukaten. Alles klar. Ich habe ja noch die Gruppenkasse. Die Gruppenkasse, die du dir in der Zukunft erspielen wirst? Ja.
Wir haben irgendwo einen Fehler hier. Ihr habt gesagt, ich soll diesen Charakterbogen benutzen. Also der bringt dir 25 Punkte Lebensenergie zurück, wenn du ihn verwendest. Nach und nach oder kann ich den... Gleich. Sofort. Also kann ich irgendwie 5 davon trinken und... Davon steht hier nichts, also okay. Nein. Okay. Wenn sich eine Regelentscheidung zugunsten von Michael auswirken würde, trifft sie nicht. Der Plot sollte auch mal ein Spielleiterhandbuch schreiben. Das wäre kurz. Und das kommt der Name Michael sehr auf den Vor. Ich glaube auch. Ich weiß nicht, ob das so allgemeingültig ist. Ja, dann hast du noch, du hast versucht, eine Waffe zu kaufen, du hast dir einen Heiltrank gekauft, Würfelspiel, Schattenkampf. Nee, ich gehe zum... Du fragst nach dem Weg zum Palast. Genau. Das klingt alles nicht so heroisch, wie ich es von DSA erwarte, wenn ich schon losgeschickt werde, um Abenteurer zu werden. Schnell haben sie sich den Weg zum Palast von einem Passanten beschreiben lassen. In der brütenden Hitze ist nun keine Menschenseele mehr zu sehen. Alle Einwohner haben sich in die Schatten ihrer Häuser geflüchtet. So erreichen sie unbehelligt den Sultanspalast. Nur der bekloppte Ausländer ist noch unterwegs. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich langsam schon Sonnenstich. Vor dem großen Tor auf der Südseite des Gebäudes steht kein Wächter. Aus dem Palast ist kein Laut zu hören. Tatsächlich scheint alles zu schlafen, so wie es die beiden Männer in der Schenke beschrieben haben. Sie können vorsichtig durch das Haupttor schleichen oder am Tor vorübergehen und an der Mauer entlang zur Rückseite des Palastes vordringen. Ich möchte zur Rückseite zu dem beschriebenen Fensterdingsbums. Außerdem ist das Nummer 42, das kann auch nur gut sein. Mm. Wir sind jetzt aus der Einführung raus, kommen in das eigentliche Abenteuer. Das ist ganz schön dick, oder? Ja, ist es. Ich glaube tatsächlich, jemand Bogdans Fotos einfach überzeichnet. Ziemlich sicher. Was? Ist noch nicht wichtig für dich. Ungehindert gelangen sie auf die Rückseite des Palastes. Alle Außenmauern des Gebäudekomplexes sind fensterlos, nur in der Mitte der Rückwand entdecken sie ein schmales Fenster, etwa 2,5 Meter über dem Boden. Die Fensteröffnung ist so groß, dass ein gewandter Mensch eben hineinschlüpfen kann. Auf dem Boden direkt an der Mauer liegt eine 3 Meter lange Leiter. Wenn Sie die Leiter an die Wand lehnen und zum Fenster hinaufsteigen wollen, lesen Sie Abschnitt... Ja. Möchtest du also auf die Leiter... Ich kann dir momentan leider nicht helfen, weil dein Smartphone im Flugmodus ist. Was ich gesagt habe, klang so wie der Auslöser. Ich hatte das auf dem Tisch liegen, weil ich mir da den Namen des aktuellen Kalifen gegoogelt hatte, um ehrlich zu sein. Es hat seinen Zweck erfüllt und jetzt hat es uns aus dem Konzert gebracht. Möchtest du die Leiter an die Wand lehnen und zum Fenster hinaufsteigen? Oder möchtest du doch lieber durch das Haupttor in den Palast? Oder möchtest du eine tonlose Frau fragen, ob sie dir helfen kann? Und dann sagt sie, ist im Flugmodus. Ich bin im Flugmodus. Entschuldigung. Genau, es ist ein Teppich. Ich bin im Flugmodus. Ja, dann sieh. Es macht mich ein bisschen misstrauisch, dass es im gesamten Gebäude keine Fenster gibt, außer auf der genauen Rückseite und dass da eine Leiter daneben liegt. Ja. Ich benutze die Leiter mit dem Fenster. Du benutzt die Leiter mit dem Fenster. Klick, klick. Als sie die Leiter anheben, entdecken sie eine merkwürdige Vertiefung im Boden. Sie scharren ein wenig Sand zur Seite und haben bald eine quadratische, offenbar geheime Falltür freigelegt. Wollen Sie die Falltür öffnen oder lieber über die Leiter zum Fenster hinaufsteigen? Ich glaube, ich nehme die Falltür. Nicht mal mit einem Korb gesichert, diese Falltür. Diese Tulamiden. Ja, kann sich nicht an die... Ich weiß nicht genau, wo du es gehört, aber du kannst jemandem den Mittelfinger zeigen in diesem Abenteuer. Schauen wir mal, ob das dazu kommen wird. Die Falltür hat keinen Griff. Aber sie schieben die Schwertspitze in die Fuge und es gelingt ihnen, die Tür aufzuhebeln. Schwertspitze in die Fuge. Woher wissen die denn, dass ich ein Schwert habe? Ich habe ein Stemmeisen. Das ist viel praktischer. Sie stemmen die schwere Klappe hoch und lehnen sie gegen die Palastmauer. Eine steinerne Treppe führt hinab ins Dunkle. Auf der obersten Stufe entdecken sie ein Öllämpchen, Feuerstein, Stahl und Zunder. Sie zünden das Lämpchen an und steigen vorsichtig die Stufen hinab. Angenehm kühle Luft weht ihnen entgegen. Nachdem sie etwa 2,5 Meter hinabgestiegen sind, haben sie den Fuß der Treppe erreicht. Vor ihnen erstreckt sich ein langer, dunkler Gang in Richtung Süden. Plötzlich sind von oben Stimmen zu hören. Was hat das zu bedeuten? Die Falltür steht auf. Das muss ja mit dem Gang sein. Lass uns nachsehen. Bist du verrückt? Niemals würde ich freiwillig da hinabsteigen. Wir machen die Klappe zu und wälzen einen Stein darauf. Dann wird diese neugierige Nase da unten schon sehen, was sie davon... Den Rest können sie nicht mehr verstehen, denn die Falltür ist mit dumpfem Knall zugefallen. Sie hören noch ein schweres Poltern auf der Klappe und dann nichts mehr.
Sie können zur Falltür zurückgehen und versuchen, sie aufzustemmen oder tiefer in den unterirdischen Gang eindringen. Tiefer, das klingt nach jede Menge Erfahrungspunkten. Wo kam hier eigentlich den Stein her, mitten in der Stadt? Der lag vorher noch nicht da. Den haben sie wahrscheinlich aus der Mauer gezogen. Deswegen ist jetzt ein praktischer Durchgang auf Mauer, Stein raus zur Höhe. Aber den kannst du nicht mehr nutzen. Hätten sie mal einen Weidenkorb draufgestellt. Wir raten Ihnen, das unterirdische Gangsystem nach den Angaben hier im Buch aufzuzeichnen. Ja, dann mach mal. Nein, du bist damit gemein. Was? Guck mal, die Frau auf diesem Bild hat ein Schild, du nicht. Bei jeder Gelegenheit darauf hinweisen, dass ein Burgherr ein Schild hat. Check. Das ist so tragisch. Die Beschreibung des Gangsystems beginnt bei Abschnitt 55. Sie stehen in einem 3 Meter langen Gang, der in Nord-Süd-Richtung verläuft. Am Nordend ist eine Treppe, am Südende eine Kreuzung. Ja, wo möchtest du hin? Ich habe fast das Gefühl, dass die Treppe die ist, von der du gerade hergekommen bist. Ja, ich gehe nach Westen. Nord-Süd-Richtung. Er verläuft in Nord-Süd-Richtung. Du gehst nach Westen und schnurstracks in die Wand. Ja, bis zu der Kreuzung. Ach, am Südende eine Kreuzung. Dann müssen wir erst zu dem Abschnitt der Kreuzung gehen und dann kannst du sagen, dass du nach Westen gehst. Wenn wir Glück haben, hat nicht jede Tür einen eigenen Abschnitt, so wie bei Barbaras Fluch. Sie stehen an einer Kreuzung. Sie können nach Norden, Westen. Westen. Okay, hat sich schon erledigt. Ich hätte ja sonst noch die anderen Optionen vorgelesen, die dich sicher sehr überrascht hätten. Süden und Osten? Nein, Osten und Süden. Wer macht denn sowas? Du gehst nach Westen, gut. Ich mag Westen. Wesley Westen? Es fühlt sich nach Gerechtigkeit an. Go West. GEMA! Bitte? War nicht lang genug für GEMA. Sie stehen in einem 3 Meter langen Gang. Am Ostende ist eine Kreuzung, da kommst du gerade her. Am Westende ein Knick. Ich folge dem Knick. Scheiß viel Blätter hier. Sie stehen in einem Knick im Gang. Sie können nach Osten gehen, also zurück da, wo du herkommst, oder nach Süden. Ich gehe nach Süden. Ist das spannend. Wir müssen das heute schaffen, ne? Sonst musst du dich nochmal hier hinsetzen und damit plötzlich. Nee, das schaffen wir schon. Sie stehen in einem 5 Meter langen Gang. Am Nordende ist ein Knick, weißt du, da kommst du nämlich her. Am Südende eine Tür. Ich öffne die Tür. Die Tür lässt sich leicht öffnen. Doch als sie hindurchgegangen sind, fällt sie hinter ihnen ins Schloss und ist nun nicht mehr aufzubekommen. Sie können nach Süden weitergehen. Sie stehen in einem 6 Meter langen Gang, der in Nord-Süd-Richtung verläuft. Am Nordende ist eine Tür, die ist gerade hinter dir zugefallen, am Südende ein Knick. Ich gehe nach Süden zum Knick. Na, steigt die Spannung schon? Sie stehen an einem Knick im Gang. Sie können nach Norden gehen, also dich umdrehen, oder nach Osten. Ich gehe nach Osten. Sie stehen in einem 2 Meter langen Gang. Am Ostende ist eine Tür, am Westende ein Knick. Ich öffne die Tür. Jetzt kann man auch wenigstens sagen, dieses Solo-Abenteuer hat hunderte von Abschnitten. Mhm. Das ist der größte überhaupt. Das ist großartig. Stellen Sie sich vor, diese Tür wäre abgeschlossen. Ihr Held säße elend in der Falle. Zum Glück lässt sich die Tür leicht öffnen. Sie führt in einen kleinen, dunklen Raum. Von keiner bestimmten Größe? Ja, der hat einen eigenen Abschnitt. Oh. Sie stehen in einer kleinen, 3x3 Meter messenden Kammer. In der Mitte der West-, Nord- und Südwand ist je eine Tür. Vor der Ostwand steht ein kleiner Tisch, auf dem ein Zettel liegt. Darauf steht geschrieben, ich bin gleich zurück. Sie können abwarten, um herauszufinden, wer den Zettel geschrieben hat, oder die Kammer wieder verlassen. Entweder durch die Westtür, kam sogar rein, durch die Nordtür oder durch die Südtür. Ich möchte durch die Nordtür raus. Mhm. Die Nordtür führt zu einer kleinen Abstellkammer. Mhm. Auf dem Boden der völlig ausgeräumten Kammer liegt ein einzelner Silbertaler. Heben Sie ihn auf oder schließen Sie die Tür und kehren Sie ins Zimmer zurück? Ich gehe zurück. Hebst du ihn auf? Nein. Ah, du gehst einfach zurück. Das kommt mir seltsam vor. Dann hast du jetzt die Wahl zu warten oder nach Süden zu gehen. Du gehst nach Süden, gut.
habe übrigens aus dem, wir spielen Borbaras Fluch gelernt und zeichne mir tatsächlich inklusive den Nummern der Räume genau ein, was wo ist, weil man sonst denkt, du bist in einem Gang, im Osten ist das, im Westen ist das, aus welcher Richtung kam ich eigentlich. Die Tür lässt sich leicht öffnen, sie führt zu einem Gang, der in Nord-Süd-Richtung verläuft, der wieder eine andere Nummer hat. Wie lang? Das muss doch besser gehen. Moment, sie steht in einem 4 Meter langen Gang. Am Nordende ist eine Tür, durch die man in eine kleine Kammer gelangt. Am Südende ist eine Treppe, die nach oben führt. Ich komme aber nirgendwo anders mehr raus, ne? Hinten die eine Tür ist hier zugefallen. Mhm. Dann gehe ich die Treppe. Du könntest höchstens warten, bis wer auch immer in dem Raum den Zettel hinterlassen hat, wiederkommt. Ich gehe die Treppen hoch. Du gehst die Treppen hoch? Bist du dir ganz sicher? Ja. Sie können die Treppe hinauf oder hinabsteigen. Ach, dann möchte ich... Nein, hinab wäre nur, wenn du oben bist, ja, dann kannst du wieder runter, also hinauf. Ja. Gut. Ich lese bin zufällig jetzt gerade im Absatz verrutscht und der nächste fängt an mit, nun wird es spannend. Das, aber das ist leider nicht der, den ich vorlesen soll. Das obere Ende ist durch eine Falltür fest verschlossen. Sie stemmen die Klappe hoch und spähen vorsichtig ins Freie. Keine Menschenseele ist zu sehen. Sie klettern ganz nach oben und schauen sich um. Das kann doch nicht wahr sein, denken sie. Doch halt! Wenn sie ihren Weg durch den unterirdischen Gang korrekt aufgezeichnet haben, sollten sie über den Anblick, der sich ihnen bietet, nicht überrascht sein. Vor ihnen liegt nämlich die Front des Sultanspalastes. Sie sind auf ihrem Weg unter dem gesamten Gebäudekomplex hindurchgewandert. Das Haupttor ist etwa 6 Meter von ihnen entfernt. Sie müssen nur die Straße vor dem Palast überqueren und sie stehen unmittelbar vor dem Tor. Sie können durch das Haupttor in den Palast eindringen oder zur Rückseite des Gebäudes schleichen. Ein Wort noch. Möglicherweise fanden Sie den Weg durch den Tunnel ein wenig zu ereignisarm oder hatten gar das Gefühl, jemand wollte sich über Sie lustig machen. Beklagen Sie sich nicht, Effendi. Es hat Sie ja niemand gezwungen, wie ein Maulwurf unter der Erde herumzukriechen. So. Du gehst wieder nach hinten in die Gasse? Ja. Gut. Hashtag Empörung. Ungehindert gelangen sie auf die Rückseite des Palastes, bla bla bla, da ist eine Leiter und ein Fenster. Und da liegt jetzt, es steht hier nicht, aber ich gehe davon aus, dass jetzt ein Stein auf einer Falltür liegt. Dafür habe ich mir die Sachen aufgeschrieben. Ich habe hier einen Plan gezeichnet. Oh wow, tut mir leid. Ja, möchtest du durch das Fenster einsteigen? Ja. Als sie die Leiter anheben, entdecken sie eine merkwürdige Vertiefung im Boden. Daneben liegt ein schwerer Stein auf etwas, das offensichtlich eine Falltür ist. Du willst zum Fenster hinaufsteigen, richtig? Es gibt ja noch 2 Abschnitte, die ich noch nicht mache. Aber da mich Ulrich Kiesow ja schon verhöhnt hat im Vorlesetext, gehe ich mal davon aus, dass unten nichts mehr Interessantes ist. Vermutlich, ja. Da dich Ulrich Kiesow schon verhöhnt hat. Das ist wahre Unsterblichkeit, ne? 20 Jahre nach seinem Tod kann er immer noch Leute beleidigen. Die Nase lang machen, ja. Die Leiter knarrt beängstigend, als sie den Fuß auf die erste Sprosse stellen. Nur ein mutiger Mensch wagt es, diese morsche Leiter zu benutzen. Dann legen sie eine Mutprobe -4 ab. 4. Ja, geschafft. Als sie eben nach dem Fensterbrett fassen, bricht die Leiter unter ihrem Gewicht zusammen. Frechheit. Legen Sie eine Geschicklichkeitsprobe -4 ab. 8. Nee, das reicht nicht. Ich hätte eine 6 gebraucht. -4 ist schon hart. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob eben bewusst war, wie schwierig das tatsächlich ist. Das Abenteuer ist für Stufen 1 bis 4. Ja. Es gelingt Ihnen nicht, sich am Fensterbrett festzuhalten. Sie stürzen zu Boden. Ziehen Sie einen Punkt von Ihrer Lebensenergie ab. Sie haben sich den Knöchel verknackst. Jetzt können Sie entweder versuchen, die Falltür im Boden zu öffnen oder zurück zur Front des Palastes gehen, um durch das Haupttor in ihn einzudringen. Ich dringe frontal ein. Du dringst frontal ein. Das ist zumindest mein Wunsch. Anstatt noch einmal die Schwertspitze in die Spalte zu reiben. Mhm. Der Torraum. Die Tür zur Straße steht offen. Das ging wie so eine Beschreibung, so die Szenenbeschreibung für ein Theaterstück. Der Torraum. Die Tür zur Straße steht offen. Von dort fällt helles Licht in den kleinen leeren Raum. Eine verzweifelte Person steht inmitten. Steht davor. Nein. Die zweiflügelige Tür zum Innenhof lässt sich nur vom Hof aus öffnen. Ansonsten besitzt der Torraum eine Tür in der West- und eine in der Ostwand.
Aber ich muss jetzt mal umblättern. In der Westtür hat jemand das Wort Vorsicht eingeritzt. Diese Tür ist geschlossen. Sie können die Klinke vorsichtig herunterdrücken. Die Tür an der Ostwand ist nur angelehnt. Durch den Türspalt sind regelmäßige Atemzüge zu hören. Falls Sie durch die Osttür schleichen wollen, sagen Sie es einfach. Ich bin ein bisschen misstrauisch geworden, was den Erzähler angeht. Wieso? Also ich habe die Tür mit Vorsicht. Mhm, und die Tür mit Atemzügen. Dann nehme ich die Atemzüge-Tür. Die Atemzüge-Tür. Der Wachraum. Das Zimmer hat zwei Türen, eine in der Westwand und eine in der Nordwand. Die Westtür führt in den Torraum, das weißt du, da kommst du nämlich gerade rein. Die Nordtür zum Innenhof. Sie können den Raum durch eine dieser beiden Türen verlassen. Aber lesen Sie zunächst. Im Wachraum halten sich gewöhnlich zwei Wächter auf. Beide sind dem Rauschkraut und dem Wein sehr zugetan und schlafen dann häufig auf ihren Posten ein. Ich werde meinem Vater empfehlen, dieses Land zu erobern. Und zwar mittags. Ja. Das kleine Zimmer liegt im Halbdunkel. Nur durch ein hohes, schmales Fenster in der Nordwand fällt ein wenig Licht herein. Sie tasten sich vorsichtig durch die Kammer, wobei sie darauf achten, weder die schlafenden Wächter noch ihre überall verstreut liegenden Habseligkeiten zu berühren. Um das Zimmer von einer Tür zur anderen zu durchmessen, müssen sie drei erfolgreiche Geschicklichkeitsproben ablegen. Da sich ihre Augen nach und nach an das Dämmerlicht gewöhnen, fallen ihnen auch die Proben zunehmend leichter. Legen sie nacheinander eine gewöhnliche Geschicklichkeitsprobe ab, dann eine Probe minus 4 und schließlich eine Probe minus 6. Ah, ich glaube, das heißt, das ist minus heißt, dass es leichter ist. Stimmt, das ist das alte DSA. Nix. Erst bei DSA 5 ist minus negativ und plus positiv. Die erste ist gelungen? 5, ja. 17, das ist 7 drauf. Das ist dann misslungen? Ja. Sie haben eine Wasserpfeife umgestoßen. Das Messinggefäß fällt scheppernd zu Boden. Die Wächter sind blitzschnell auf den Beinen und reißen die Waffen hoch, mit denen sie offensichtlich in der Hand geschlafen haben. Immerhin können sie die Überraschung der beiden nutzen und einem von ihnen einen Stich versetzen, bevor er Gelegenheit zur Gegenwehr hat. Würfeln Sie einmal die Trefferpunkte für Ihr Schwert aus und ziehen Sie die Punkte von der Lebensenergie eines Ihrer Widersacher ab. Danach entbrennt der normale Kampf nach den Regeln des Schwarzen Auges. 6 Schaden. Ach nee, 6 plus 4, 10. 10? 10 Trefferpunkte, ich habe eine 6 gewürfelt. Ja, die haben Mut 10, das heißt, du bist nochmal dran. Ich treffe mit 5 Schaden auf den schon bereits Verwundeten. Mit 5? Mhm. Dann sind die beiden dran, halte ich mir mal den W20. Trifft. Oh, ich habe gar nicht pariert, ne? Ich hätte ja parieren können hier. Hat er nicht. So, jetzt darfst du parieren. Ich pariere nicht. Das sind 8 Trefferpunkte. Kommen 4 durch. Habe ich noch 33. Der zweite trifft nicht. Du bist dran. Ich treffe mit 5 Schaden. Und wieder auf den Verletzten? Ja, ja. Er darf parieren. Tut aber nicht. 5 Schaden. Haut daneben. Haut daneben. Du bist dran. Ich treffe schon wieder. Mit wie viel Schaden? 6. Wenn er nicht pariert. Nee. Der sieht schon sehr angeschlagen aus. Mehr stimmungsvolle Beschreibung kriegst du nicht von mir. Trifft nicht. Danke. Trifft nicht. Hey, Sultan, deine Wachen sind scheiße. Treffer, 9 Punkte Schaden. Wenn er nicht pariert. 9. Er ist tot. Aber pariert? Hat er nicht, 20. So, der eine, der noch übrig ist, versucht anzugreifen. 12. Trifft nicht. Ich hab dich abgestochen. Ich hab deinen Bruder abgestochen und dich stehe ich auch noch ab. Schon wieder. 5. Wenn er nicht pariert. Wir hätten mehr Würfel mitbringen sollen. Pariert nicht. Schon wieder? Er darf aber angreifen. Aber wir gehen davon aus, dass der nächste Treffer sitzt. Trifft nicht. So, wie viel Schaden machst du? 6. Er ist wieder dran. Trifft nicht. Ich würfel Müll.
2, meisterhaft. Kommt direkt durch. 9 Punkte Schaden. 9 Punkte Schaden? Ohne Rüstungsschutz. Meisterhafter Schlag. Mhm. Er schlägt zurück. Er trifft. Pariere. Ja. Pro Faktor. Mein Schwert hält. Ich glaube, sie haben Säbelbruchfaktor. Hält. Warum halte ich mich an die Regeln? Das ist der letzte Scheiß. So, würfel mal wieder. Du bist dran. Meisterhaft, 1-1. 9 Punkte Schaden. Er ist tot. Ich habe kein einziges Mal daneben gehauen. Der junge Nubor ist irgendwie viel fähiger als der alte Nubor. Oh mein Gott. Ja, der Plötz, der nimmt mir nicht nur die Lebensfreude, sondern auch mein Würfelglück offensichtlich. Da hast du jetzt wahrscheinlich aber auch alles aufgebraucht für das nächste halbe Jahr. Tja, ich hatte meinen Moment. Die beiden Wächter sind tot. Oh ja. Bevor sie den Wachraum verlassen, schauen sie sich noch einmal im Zimmer um. Ihr Blick fällt auf ein kleines Fläschchen neben dem Lager eines Wächters. Sie haben einen magischen Heiltrank gefunden. Der Inhalt des Fläschchens bringt ihnen bis zu 10 Lebenspunkte zurück. Die Lebensenergie ihres Helden kann allerdings nicht über den ursprünglichen Stand hinaus angehoben werden. Sie können sofort aus dem Fläschchen trinken oder es für eine spätere Gelegenheit aufbewahren. Allerdings dürfen sie niemals während eines Kampfes einen Heiltrank einnehmen. Das wäre auch albern. Möchtest du jetzt durch die Nordtür gehen oder wieder durch die Westtür? Durch die Nordtür auf den Innenhof. Mhm. Übrigens 265 Zuschauer, was ein Rekord ist. Wir haben 265 Zuschauer, die uns beiden dabei... Die uns zuschauen, wie ich Dinge vorlese und Michael lustlos würfelt. Das ist also lustlos. Lustlos? Ja? Ich hab hier den Lauf meines Lebens, was DSA-Kämpfe angeht, und du sagst lustlos. So begeistert habe ich ihn noch nie bei DSA gesehen. Was Erfolg aus einem Mann machen kann. Ich habe das Publikum gewürdigt, dass du heute viel besser drauf bist als Genau, normalerweise bin ich hier dieses Häufchen elend in der Ecke, weil Markus leitet. Der Innenhof des Sultanspalasts. In den Hof führen zahlreiche Türen, die alle geschlossen sind. Welche der Türen verschlossen sind, können Sie nicht sehen. Um das herauszufinden, gibt es nur eine Möglichkeit. Sie müssen so zu der Tür gehen, die Sie öffnen wollen, und die Klinke herunterdrücken. Mhm. Auf keinen Fall dürfen Sie sofort in den Raum gehen, den Sie als nächstes durchsuchen wollen. Schlagen Sie bitte zunächst den Abschnitt auf, der zu der jeweiligen Tür gehört. Ja, das kriegst du gehandelt. Was? Es sind zehn Räume. Du möchtest wahrscheinlich alle Türen ausprobieren. Ich möchte anfangen. Es geht noch weiter. Leider ist es nicht ganz ungefährlich, den Hof zu betreten. Er wird von riesigen Sandwölfen bewacht, die zum Glück gerade, wie die meisten anderen Palastbewohner, ihren Mittagsschlaf Daran halten. Daran erinnere ich mich. Ich muss irgendwie auf jedem Feld würfeln, oder? Für Sie kommt es nun darauf an, den Hof zu durchqueren, ohne die Wölfe aufzuwecken. Je länger Sie sich auf dem Hof aufhalten, desto höher wird das Risiko für Sie. Es wird zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass mich diese Wölfe angreifen. Ich laufe auf die Wölfe zu und steche sie ab. Ich meuchle die Wölfe. Das gibt's nicht als Option. Das wird sowieso passieren. Ich trete laut auf. Hier ist ein Bodenplan des Palastes. Mit dem können wir arbeiten, glaube ich. Länger da? Aber ich brauche ihn. Okay, du magst ihn nicht. Okay, ja. Wahnsinn. Krass, ne? Tolles Bild. Ja, Hammer. Damit ich nicht in Markus' Buch rumkritze. Sind alle neu erstellt worden, die Pläne für die... Ich glaube ja. Zumindest ein paar, weil so etwas wie die Karten vom Schiff der verlorenen Seelen waren einfach nicht zu gebrauchen, weil die Linien viel zu dünn waren. Die sind auch jetzt nicht zu gebrauchen. Deswegen, in der neuen Version sind die, glaube ich, nachgezeichnet worden. Ja, aber Sinn ergeben sie immer noch nicht. Nein, also am grundlegenden Aufbau des Abenteuers ist nichts geändert worden, nur die Linien sind jetzt erkennbar. Das wäre noch mal eine Chance gewesen. Nein, das wäre ein komplettes Remake, das wollten wir ja nicht machen. Das ist übrigens hier nicht das klassische Nedime-Buch, sondern die DSA 1, nicht die Let's Play-Variante, die gibt es ja nicht von Nedime, sondern die Remastered-Variante. Hinten sind dann vermutlich auch noch Kommentare von Werner Fuchs drin. Ja. Falls wir richtig schnell durchkommen, können wir da ja noch reinschauen. Genau. Wie wir das, es ist schon fast alles da, aber ihr könnt noch nicht wirklich rausschicken. Es ist eigentlich alles da, bis auf die Boxen. Davon ist erst ein Viertel angeliefert worden. Der Konfektionierer braucht wesentlich länger als versprochen. Der Konfektionierer, das klingt irgendwie nach Süßigkeiten. Das stimmt. Sind da Süßigkeiten drin? Ist keine Schokolade drin. Ich bin schwer enttäuscht. Nächstes Crowdfunding dann. Okay. Du weißt, dass ich dich darauf festnageln werde, ne? Ich lass mich nicht nageln. Also Bernd Teichert,
merkt an, dass eigentlich Michael den Plan am Anfang bekommen sollte. Ist das so? Ein Plus-1 Schild mit toller Rüstung. Aber ich nehme an, das ist... Ich glaube, das hat Bernd gerade frisch erfunden. Steht das so im Abenteuer, Bernd? Schwert, meint er natürlich, schreibt er. Ja, ist das... Was sagt der Rest des Chats dazu? Gibt's da mehrere Meinungen? Die werden dir jetzt alle erzählen, dass du auf jeden Fall einen geilen Schild haben solltest. Aber nein, gibt's nicht. Ich habe hier klare Anweisungen. Wir haben es gleich. Ich sehe auch, wo die Türen hinter den verschlossenen Türen sind. Ja, du hast einen Plan. Nice. Aber der Plan hat nicht gekennzeichnet, dass ich ihn nicht in das Kellergewölbe sollte oder... Ich muss mal mit meinem Informanten sprechen. Okay. Mal ins Impressum gucken, ist da was... Mir schreibt jemand gerade, das sind noch neue Szenen drin in der Remastered-Version. Was? Oder verstehst du es falsch? Impressum. Verlagsleitung Markus Plötz und Michael Mingers. Du stehst in einem DSA-Buch. Ich stehe in ganz vielen DSA-Büchern. Ich habe versucht, denen das auszutreiben, aber Markus will, dass immer sonst drinsteht. Autor Ulrich Kiesow, Sebastian Thurau. Da sind neue Szenen drin, ja. Wissen die Leute da draußen, welche? Es ist doch Rima. Es ist nicht nur einfach eine... Neu gedruckt, das ist tatsächlich erweitert worden. Das ist gleich das Original. Das ist natürlich. Das ist eigentlich nicht true. Nee, das ist tatsächlich ein Problem. Sollen wir abbrechen? Ich breche ab. Haben die Leute denn alle schon ihr PDF von Edime bekommen, zumindest? Dass sie das jetzt mitlesen können? Also zumindest die Leute, die beim Crowdfunding teilgenommen haben. Das schreibst du doch noch rein. Welche Nummern die Türen haben. Das müssen wir so eine interaktive Karte auf dem Tablet haben, dass man einfach nur... Ich wusste das nicht, dass da neue Szenen. Hast du das gemacht? Ich auch nicht. Habe ich was mit DSA zu tun? Nein. Also du stehst in diesem Buch? Mit diesem Projekt hier hast du was zu tun, würde ich sagen. Ich war für die inhaltliche Bearbeitung der Bände nicht zuständig, außer die Kommentare in der Let's Play-Variante. Scheißegal, also was möchtest du machen? Ich gehe an der linksesten Tür entlang. Also du bist jetzt hier rausgekommen. Mhm. Und hier wäre wieder der Haupteingangsraum. Okay, den kenne ich ja. Mhm. Du möchtest hier zu den Eingang von Raum 2. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5 Kästchen. Dann musst du 5W6 würfeln und addieren. Äh, 10, 20, 22. Die Wölfe wachen auf. Ja! Dann spare ich mir die ganze Würfelei im Verlauf. Jetzt wirst du eine Menge würfeln müssen. 4 kolossale Wolfsrüden fallen über sie her. Rüden? Sieht man das so deutlich? Auf der Zeichnung nicht, aber offensichtlich schon. Sie können mit den Wölfen auf Leben und Tod kämpfen. Oder? Sie können auch stocksteif stehen bleiben und darauf warten, dass sie von den Wachen gefangen genommen werden. Ich kämpfe. Du kämpfst. Ich habe 2 Heiltränke. Ja, Mut 8. Ich habe 12. Du kannst nicht im Kampf Heiltränke trinken, das haben wir schon geklärt. Ich kann immer noch fliehen, dann trinken. Mhm. Ich steche den ersten Wolf ab mit, oh, es ist vorbei, eine 14. Die Wölfe sind alle dran. Die sind besser im Angriff als die Wachen. Trifft. Pariere nicht, es ist vorbei. 7. 7 ist nicht übel. Der nächste trifft. Ich kann nicht mehr parieren. 7. Trifft. 6. Lebst du noch? Ja. Trifft nicht. Du bist dran. Oh je, ich hau den ersten Wolf. Ich treffe meisterhaft mit 6 Schadenspunkten. Wie geht's ihm? Du würdest sagen, er hat 9/15 seiner Lebensenergie. Ich mag deine stimmungsvolle Beschreibung. Er hat 3/5 seiner Lebensenergie noch. Ich werde hier meine stimmungsvolle Beschreibung nicht. Für DSA1 aufwenden. Ja. Trifft nicht. Trifft. 3 Trefferpunkte. Ach ja, du darfst ja parieren das erste Mal. Nein. 3 Trefferpunkte. Hält mein Kettenhemd ab. Trifft nicht.
nicht. Gut, du bist wieder dran. Spannung. 15 daneben. Triff nicht. Triff nicht. Triff nicht. Trifft. 3. Pariert. Okay, du bist dran. Meisterhafter Treffer mit 10 Schadenspunkten. Ist tot. Nur noch 3 Wölfe. Die 3 schauen sich etwas unentschlossen an. Und schieben einen von ihnen wieder nach vorne. Der trifft sogar. Ich pariere nicht. Das wären 4 Trefferpunkte. Hält mein Kettenhemder. Trifft nicht. Trifft nicht. Eine 4 und das sind 8 Trefferpunkte. Können die parieren? Die haben eine Parade, ja. Tut er aber nicht, die ist nämlich liegt bei 4. Das ist nicht so gut. Wie viel Schaden machst du? 8. Gut. Trifft nicht. Trifft nicht. Trifft. Parade. Eine 1. Pariert. Du bist dran. Daneben. Trifft. Pariert. Kannst du nochmal angreifen? Wir haben keinen Profakt. Ich habe einen Angriff, habe ich noch. Trifft nicht. Ich treffe wieder mit 8, wenn er nicht parieren sollte. Du oder nicht? Ist tot. Ja. Step, 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 step. Ein zögerlicher Wolf versucht noch dir zu beißen. Trifft nicht, trifft nicht. Ich treffe mit 6 Schadenspunkten. Trefferpunkten. Entschuldigung. Pariert nicht. In 6. Mhm. Trifft nicht. Trifft. Parieren. Pariert. Ah. Patzer. Was, dein Schwert ist kaputt? Nein. Achso, du hast dich. Das war der Angriffswurf, okay. Ja. Trifft. Der nächste trifft nicht, aber ein Treffer. Ich pariere nicht. 5. Du bist dran mit Angreifen. Nee. Von daneben. Nein und nein! Nein. Nein! Das volle DSA-Feeling. Ja, hier, 10 Chance, 10 Trefferpunkte. Tot, halt, ein Wolf nicht ist noch übrig. Will er nicht parieren? Hat er es schon so hinter sich? Hat nicht pariert, er ist tot, es ist noch ein Wolf übrig, der schaut dich traurig an und winselt, versucht dann aber nach dir zu beißen, er trifft meisterlich, sind 6 Trefferpunkte. Ohne Rüstung, dran. Ne? Ja. Oder geht das nur für Helden oder geht das auch für Monster? Ich habe keine Ahnung, ist mir scheißegal, zieh irgendwas ab und würfel. Kannst du bitte den nächsten Wolf richtig schnell töten? Ja, warte, ich muss nur so kämpfen wie gegen die. Nein, daneben. Warum bist du so ehrlich mit deinen Würfelwürfen? Weil die Welt das sieht. Wie viele Lebensenergie hast du nur noch? Ich habe noch 22 Lebenspunkte. Von 39 oder so? Von 38. 17 daneben. Trifft nicht. 13 daneben. Trifft. Pariert. Patzer. Trifft nicht. Trifft nicht. Herrgott! Inzwischen hat sich ein Haufen von Wachen am Rand eingefunden und isst ihr Mittagessen, während sie dir zuschauen. Ich will ja nicht stören, was gerade so spannend ist, aber der Chat möchte, dass du Seite 17 liest. Das sind irgendwelche Hinweise, die wohl. Ich treffe 9 Trefferpunkte. Nehmen Sie das Dokument der Stärke Ihres Helden zur Hand und tragen Sie die Werte seiner Ausrüstung ein. Ringelpanzer und dieses spezielle Schwert sind neue Ausrüstungsgegenstände, die hier erstmals eingesetzt wurden. Ringelpanzerrüstungsschutz 4. Ich habe schon mit Kettenhemd Rüstungsschutz 4. Schildrüstungsschutz plus 1. Okay, dazu steht sicher was in der Anleitung von Markus. Falls es eine Option gibt, Michael ein Schild zu geben. Das wäre aber verflucht gute Ausrüstung für einen Stufe 1 Helden. Also wenn der damit direkt ins Abenteuer startet, mit einer 4er Rüstung und einem Schild. Ja. Das hier ist, wenn du vom Kalifen beauftragt wirst, aber du wurdest von deinem Vater beauftragt. Der Ringelpanzer kannst du haben. Das macht so Sinn. Ich habe aber ein Kettenhemd, das hat den gleichen Rüstungsschutz. Deswegen kannst du sie haben. was macht dein Schwert für einen Schaden? 1W6 plus 4. Das ist exakt dasselbe Schwert wie hier. Aber es hat Attacke plus 1 und Parade plus 1, weil es so gut in der Hand liegt. Das ist dein Erbschwert.
Das den Vater gegeben hat. So, sind die Leute jetzt zufrieden? Steht auch der Bruchfaktor bei? 2. Der Ringelpanzer hat keinen Malus auf Gewandtheit scheinbar. Mhm. Oh, dann nehme ich Geschicklichkeitsmalus. Jetzt tötet endlich den Wolf. Ich habe 9 Schadenspunkte verursacht. Beim Wolf? Trefferpunkte, wenn er nicht pariert. Tut er nicht. Arr, der Wolf ist tot. Das tut mir so leid, ich mag eigentlich Hunde. Das sind ja auch keine Hunde, das sind Sandwölfe. So, jetzt kann man ja wenigstens mal in Ruhe rumlaufen, muss nicht die ganze Zeit diesen Scheiß würfeln. Ich soll dich außerdem fragen, ob du nicht Äpfel gegessen hast bei Unter dem Nordlicht, die deine Leben. Ja, aber und nach Unter dem Nordlicht wäre ich auch Level 4. Das ist allerdings noch der Level 3 nur, wo, weil es spielt ja davor, Mann. Ja, also entweder 1 oder 4. Ich habe den aktuellen Charakterbogen nicht, der ist irgendwo bei Markus Unterlagen. Das wäre sozusagen der Plötzbogen. Das wäre der Plötzbogen, genau. Das gibt so viel Sinn. Also mir mein Getränk weggenommen. Ich kann jetzt nicht mehr irgendwie meine peinliche Berührtheit verbergen. So, du hast die Wölfe getötet, jetzt hast du deine Ruhe und musst nicht mehr würfeln, wenn du über den Innenhof läufst. Ich kann dich natürlich immer noch zum Würfeln bringen und schauen, ob die untoten Wölfe dich hören. Oh, nicht schon wieder. Step. Okay. Ich trinke den kleinen Heiltrank, der mir 10 Lebenspunkte zurückgibt. Mhm. Bin jetzt wieder auf 32. Danke. Tja, du wolltest zu Raum 2? Das weiß ich nicht. Der, ja. Dann sind wir S zu 130. Die Tür ist unverschlossen. Sie können sie öffnen und den Raum betreten. Willst du das? Ja. Gerümpelkammer. Sie stehen in einer geräumigen Abstellkammer mit jene einer Tür in der Mitte der Ost- und der Nordwand. Wenn Sie durch die Ostwand gehen wollen, dann weißt du, dass du wieder hier in dem Eingangsraum ankommen bist. Durch die Nordtür geht es wieder in den Innenhof. Durch ein schmales Fenster an der Nordwand fällt gerade so viel Licht in die Kammer, dass Sie sich einigermaßen zurechtfinden können. Auf Regalen an den Wänden und auf dem Boden entdecken Sie ein Wirrwarr von Gegenständen, die mit einer dicken Staubschicht bedeckt sind. Körbe, Krüge, Flaschen, Kleidungsstücke, Möbel, Kisten und Kästen. Kaum haben Sie den ersten Gegenstand berührt, da steigt eine mächtige Staubwolke auf. Legen Sie eine Klugheitsprobe ab. Hast du den W20? Ja, den habe ich hier für die letzte Parade wütend in die Ecke geworfen. Doch einzeln würfeln können. Eine 1! Das ist, glaube ich, gelungen. Es sei denn, Markus hat irgendwie deine Klugheit weit gesenkt. Also nee, die deines Charakters. Mein Charisma wird nur immer gesenkt. Meine Klugheit ist das, glaube ich, nicht. Ich habe noch keine Ausrede gefunden, dein Charisma zu senken. Das ist auch eine Aufgabe, die ich gekriegt habe. Vielleicht werde ich jetzt eingestaubt. Bravo! Sie haben daran gedacht, einen Finger unter die Nase zu halten. So müssen Sie nicht niesen und können weitersuchen. Alles gut? Als Sie eine besonders stark verstaubte Flasche vom Regal nehmen, fällt die dicke Staubschicht urplötzlich ab und ein goldenes Gefäß erstrahlt in vollendeter Schönheit. Der bauchige Flaschenleib ist fein ziseliert, der Hals ist mit einem versiegelten Korken verschlossen. Sie können die Flasche öffnen oder sie wieder ins Regal stellen und den Raum verlassen. Ich öffne die Flasche. Kaum haben Sie das Siegel erbrochen. Das klingt falsch. Da springt der Kork mit einem lauten Knall aus der Flasche. Eine dichte weiße Rauchwolke strömt aus und erfüllt in Sekundenschnelle die Kammer. Die bleichen Schwaden fangen an zu kreisen. Immer schneller drehen sie sich im Kreis. Aus dem wirbelnden Nebel dringt ein helles Licht. Nach und nach verdichtet sich der Rauch zu einer festen, menschenähnlichen Gestalt. Während ein dröhnendes Lachen ertönt, nimmt die Erscheinung immer deutlichere Züge an. Schließlich steht ihnen ein 2,5 Meter großer, enorm breitschultriger Mann gegenüber. Seine wachsbleiche Haut schimmert matt, nur der kahle Schädel glänzt wie poliert. An den Ohrmuscheln hängen goldene Ringe, so groß wie Teetassen. Um die Hüften trägt die Gestalt ein weißes Lendentuch. In der Hand hält sie einen fast 1,5 Meter langen Scimitar. Das, wie der Text sagt, ist ein breites gebogenes Orientalenschwert. Was sind denn Orientalen? Gute Frage. Sind die auch in der Kurm? Möglicherweise. Zuletzt haben sich die Füße des Riesen aus dem Nebel geformt. Sie stecken in bunt bestickten Pantöffelchen. Ein beinahe komischer Anblick. Der Koloss kommt langsam auf sie zu und hebt sein Schwert. Wollen Sie ihn angreifen oder abwarten, wie er sich verhält? Ich warte ab. Das ist ja noch ein Heiltrank.
Plötzlich ergreift der Riese mit der Linken die Schneide seines Zimitars und hält ihm den Griff entgegen. Fast gleichzeitig lässt er sich vor ihnen auf die Knie fallen. »Du bist mein Retter«, stammelt er. »Ich danke dir!« Danach springt er wieder auf. Für seine enorme Körpergröße und beträchtliche Leibesfülle bewegt er sich erstaunlich gewandt. »Mein Name ist Efrit Omar«, stellt er sich vor. »Wenn du einmal in einer Klemme steckst und meinen Namen rufst, werde ich dir nach Kräften helfen.« Plötzlich grinst er verschmitzt. »Falls ich gerade Zeit und Lust dazu habe, auf dieser kleinen Einschränkung muss ich bestehen.« Er lächelt noch einmal. »So, nun empfehle ich mich. Auch wenn du mich nicht siehst, werde ich wahrscheinlich in deiner Nähe sein. Aber ruf nur dann nach mir, wenn du wirklich in Not bist. Ruf mich niemals zum Spaß. Ich kann es nicht leiden, wenn man sie mich zum Besten hält.« Er kommt dicht an sie heran, drückt ihnen einen schmatzenden Kuss auf die Wange, zwinkert ihnen zu. Ja. Ich bin jetzt hin und her gerissen zwischen Markus' Anweisung und meinem Verständnis für persönliche Privatsphäre und der Abneigung, sich von jemandem ungefragt küssen zu lassen, die vollkommen berechtigt ist. Und ich möchte nicht Michael nicht zu nahe treten. Ich danke, da sind wir uns ja einig. Kreise mir das Plüschtier. Leb wohl, mein Retter! Und löst sich in Luft auf. Okay. Sie können die Abstellkammer wieder verlassen. Was ist mit dem Schwert? Hat das irgendwelche Boni? Das hat sich mit ihm aufgelöst. Oh, okay. Ich dachte, weil das mir gereicht hat. Ja, das war nur eine du bist mein Herr und Meister. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie das Genie-Schwert der Enthauptung +3 oder Nein. So. Na gut, dann nicht. Ja, dann in den nächstlinken Raum. Zurück in den Innenhof. Die drei, ja. Warte, lass mich mal kurz würfeln, ob die Wölfe so... Oh! Oh nein. Palim, palim. Palim. Ihr müsstet wieder da sein. Sind wir wieder da? Du kannst entweder durch die Tür in der Nordwand gehen... Oder dir dieses Speisezimmer näher anschauen. Ich schaue mir das Speisezimmer näher an. Kann ja sein, dass sie die in der Küche gefangen halten. Die Möblierung besteht aus einem großen Tisch, um den 10 reich mit Schnitzereien verzierte Hocker stehen. An der Nordwand steht eine breite, imposante Anrichte, auf der Anrichte eine kleine Truhe, daneben ein goldener Kelch. Als sie zum Kelch blicken, nehmen sie eine huschende Bewegung wahr. Sie treten überrascht näher und wollen ihren Augen nicht trauen. Um den Goldpokal tanzen wahrhaftig drei kleine graue Mäuse. Sie haben sich auf die Hinterpfoten aufgerichtet, an den Vorderpfoten gefasst und wirbeln im Kreis herum. Die langen, dünnen Schwänze peitschen fröhlich durch die Luft. Da es sehr still im Zimmer ist, vernehmen sie einen fast unhörbaren zirpenden Gesang. Wir tänzeln und wir schwänzeln und schwänzeln, immer um und um. Tag für Tag, Mäuse tanz, tanze, tanze, Mäuseschwanz, ach, wie ist das dumm. Ich stimme zu. Offenbar haben die Mäuse sie bemerkt, denn sie unterbrechen nun ihren Tanz, stellen sich vor ihnen auf und schauen sie aus blinkenden schwarzen Knopfaugen an. Die Maus in der Mitte stimmt ein jämmerliches Flehen an. Hilf uns, Fremder, hilf! Wir sind drei verzauberte Prinzen. Ein böser Nekromant hat uns verhext. Auf immer müssen wir in Mäusegestalt leben, nur um die Mittagszeit haben wir wenigstens menschliche Stimmen. Aber dann fällt uns nie etwas anderes ein, als dieses dumme Lied zu singen und den blöden Mäusetanz zu tanzen. Aber wie kann ich euch helfen? Fragen sie. Ich bin schließlich kein Zauberer. Oh, das ist ganz leicht. Du musst nur mit uns singen und tanzen. Und wie soll das angehen? Du setzt uns auf den Boden, bückst dich zu uns herab, ergreifst uns bei den Vorderpfötchen und drehst dich mit uns im Kreis herum. Ich weigere mich. Ich bin gekommen, um eine Tochter des Kalifen zu retten, nicht drei Prinzen. Was habe ich davon, wenn ich euch helfe? Fragen sie die Mäuse. Was könnt ihr für mich tun? Die Mäuse sehen sie traurig an. Dann stecken sie die Köpfe zusammen und tuscheln miteinander. Schließlich ergreift die Maus in der Mitte wieder das Wort. Ach, wir können dir helfen. Willst du einen Beweis? Greife die Tischschublade. Dort findest du einen Schlüssel. Er passt zur Tür in der Nordwand. Wenn du durch die Nordtür gehst, musst du nicht wieder auf den Hof mit den scheußlichen Wölfen. Sie schauen in der Schublade nach und finden tatsächlich einen Schlüssel. Siehst du, wie wir dir helfen können? Sagen die Mäuse. Wenn du nun unseren Wunsch erfüllst, werden wir dich sehr reich machen. Wir sagen dir, wie man die Truhe auf der Anrichte öffnet. Darin steckt nämlich ein gewaltiger Schatz. Nee. Du nimmst also den Schlüssel und machst einfach die Nordtür auf. Ich lass den Schlüssel auch da liegen, weil... Das geht nicht. Entweder nimmst du den Schlüssel und öffnest die Tür nach Norden oder du tanzt mit den Mäusen. Aber ich habe die Wölfe doch erschlagen. Ich will den blöden Entweder Schlüssel. Entweder
Ich nehme den Schlüssel. Ich möchte nicht mit den Mäusen tanzen. Der Schlüssel passt und lässt sich leicht im Schloss drehen. Sie können in den Nachbarraum gehen oder zurück zu den Mäusen. Ich möchte nicht zurück zu den Mäusen. Ich möchte in den Nordraum. Michael weiß, dass ich ihn dazu zwingen würde, das tatsächlich zu machen. Das ist ein weiterer... Nein, das weiß ich nicht, aber es ist ein weiterer guter Grund, darauf zu verzichten, mit den Mäusen zu tanzen. Die Küche des Palastes. Der Raum hat drei Türen. Osten, wieder in den Hauptraum. Nach Norden hast du keine Ahnung. Von Süden kommst du, das sind die Mäuse. Willst du die Küche erstmal genauer ansehen oder willst du weitergehen? Ich schaue mir auch die Küche an. Du schaust dir die Küche an. 79. Mal schauen, welches Tier hier mit dir redet. Hat jemand sein Handy noch an? Ja. Meins ist auf, wie du weißt, im Flugmodus. Das wissen wir alle. Eigentlich sollte mein Handy aber keine Geräusche mehr machen. Ich weiß nicht, was das war. Der Raum ist mit der Einrichtung einer herrschaftlichen Küche ausgestattet. An den Wänden stehen hohe Schränke und Spinde. Rechts von der Tür zum Innenhof hängt ein hölzerner Käfig, in dem offensichtlich schlachtreifes Geflügel bereitgehalten wird. Heute ist der Käfig leer. Über dem Herd und an der Herdstange sind hölzerne oder emaillierte Löffel, Kellen und Siebe aufgehängt. Auf dem großen Tisch stehen in langen Reihen Näpfe und Schüsseln, die allesamt Zutaten für ein Gericht enthalten, das soeben von einem Koch zubereitet wird. Was für ein Bursch ist denn das, denken sie unwillkürlich. In dichte Dampfwolken gehüllt steht er auf einer Marmorplatte, die quer auf zwei Stühlen vor dem Herd liegt. Dieses improvisierte Podest hat die Gestalt auch bitter nötig, denn sonst würde sie gar nicht an die Töpfe auf dem Herd heranreichen. Der Koch ist nicht größer als ein sechsjähriges Kind. Sein dicker Kopf sitzt tief zwischen seinen hochgezogenen, schmalen Schultern. Der Stoff seines Wämschens spannt sich straff über einem unförmigen Buckel. Mit langen, spinnendürren Fingern hat der Zwerg einen Kochlöffel umfasst und rührt eifrig in einem eisernen Topf. Ich glaube, Zwerg ist hier als herabwürdigende Bezeichnung für einen Kleinwüchsigen gedacht und es ist nicht wirklich regeltechnisch ein Zwerg. Jetzt wendet er den Kopf und sein Profil wird sichtbar. Sie zucken zusammen. Die Nase des kleinen Burschen ist einfach zu ungeheuerlich. Dick, rot und fast zwei Handbreit lang. Nie haben sie ein ähnliches Gesicht gesehen. Die hohe, weiße Kochmütze steigert noch den lächerlichen Eindruck. Endlich hat der Zwerg ihr Eintreten bemerkt. Er dreht sich mit kleinen Trippelschritten um und hebt drohend den hölzernen Kochlöffel. »Was suchst du hier?« zetert er mit einer piepsigen Fistelstimme. »Schiebe dich raus! Auf der Stelle!« Okay. Das steht hier nicht. Lachen Sie den schlecht gelaunten Wicht einfach aus, bedrohen Sie ihn mit dem Schwert oder versuchen Sie, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ich halte mal kurz eben das Bild. Ich versuche, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Möchtest du mit ihm reden? Dann muss ich weiter die blöde Stimme machen. Ja, aber ich möchte ihn auch nicht angreifen. Du hast nichts gegen Köche. Die machen Essen, da muss ich das nicht tun. Es ist so eine gute Schlussfolgerung. Du versuchst, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Gut. Wie wollen Sie das Gespräch beginnen? Sagen Sie, du dauerst mich, du kleiner Kerl. Dir ist ein trauriges Los beschieden, aber nimm's nicht zu schwer. Ich war auch mal klein, vielleicht kleiner als du. Oder fragen Sie, was kochst du da Feines? Mir läuft ja schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur die edlen Zutaten sehe. Letzteres. Das andere wäre mir zu unhöflich. Ja. Sie haben das richtige Thema angeschnitten. Ach, bei der Auswahl von den zwei Themen war das das Richtige. Die Kochkunst ist ein Gebiet, über das der Zwerg stundenlang plaudern kann. Sie erfahren, dass er gerade... Aber nicht tut, oder? Sie erfahren, dass er gerade die Pastete Suzeräne zubereitet, die Königin aller Speisen. Plötzlich wird seine Miene ernst. Aber ich fürchte, die Pastete wird mir nicht gelingen. Ein Kräutlein fehlt und ich kann mich nicht darauf besinnen, welches es ist. Der Sultan wird schrecklich zürnen, wenn bei der Königin der Speisen nicht alles stimmt. Er hat eine außerordentlich feine Zunge. Man kann ihn nicht täuschen. Oh, vielleicht lässt er mir gar den Kopf abschlagen. Er ist sowieso böse auf mich, weil aus der Kammer dauernd Vorräte verschwinden und ich den Dieb noch nicht zu fassen bekommen habe. Der Zwerg sieht sie aus flehenden Augen an. Ach, wenn du mir das Kräutlein nennen könntest. Alles will ich für dich tun. Weißt du, welches Kräuterlein es ist oder nicht? Nein. Ich gehe mal davon aus, dass man das irgendwann im Abenteuer erfahren kann. Ja, mal schade, dass Sie dem Zwerg nicht helfen können. Wie wäre es, wenn Sie dieses Abenteuer kurz unterbrechen und Haufs Märchen vom Zwerg Nase lesen? Das ist nicht nur eine wunderschöne Lektüre, dort erfahren Sie auch, wie das Kräutlein heißt. Ja, heute möchtest du googeln? Nein. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das Lösungswort auch verraten, aber das hat seinen Preis. Nein.
Es gibt nur das Märchen lesen oder den Preis bezahlen. Ich lasse mich vom Chat beraten. Das ist, ich ziehe den Chat-Joker. Lies dir alle Antworten vor, die der Chat reinwirft. Mhm. Rauschkraut, Nies mit Lust, The Fuck. Ich glaube... Nies mit Lust? Also ich finde, man sollte irgendwo ein Kraut anbringen, das The Fuck heißt. Nies mit Lust? Oder Nies mit Lust? Ja, ich weiß, wie es heißt. Wurzel. Augenspalter TV, Nies mit Lust. Lesen, Nies mit Lust. Übrigens... Mythos! Übrigens, wenn du das einen Preis dafür bezahlen musst, dann müsstest du 4 Punkte vom Klugheitswert des Helden abziehen, denn ein Held, der nicht einmal die bekanntesten Kindermärchen gelesen hat, kann unmöglich besonders klug sein. Ich finde es toll, wie dieser Mit-40er uns damals erklären wollte, was Kinderbildung ist, indem er das ein Buch für Kinder geschrieben hat. Also, du hast die Lösung in Erfahrung gebracht durch den Chat-Joker. Nies mit mir. Was ist das für ein Bullshit? Entschuldigung. Also, Mortis Nil Nisi. Ich glaube, ich habe das Märchen nie gelesen von Zwergnase. Sie haben offenbar Ihren Hauf gelesen oder Freunde gefragt, denn sonst hätten Sie wohl kaum Zwergnase erkannt und wüssten auch nicht, dass das Kräutlein Nies mit Lust gemeint ist. Wie? Das wussten Sie gar nicht? Ja, wieso lesen Sie dann diesen Abschnitt? Stämmen Sie sich! Aber da Sie nun mal zu Unrecht das Lösungswort erfahren haben, lesen Sie in Rastullas Namen weiter. Vorher müssen Sie jedoch 5 Punkte vom Charisma-Wert Ihres lügnerischen Helden abziehen. Los! Bitte? Los, das steht hier. Da gibt es keine andere Option. Das heißt, selbst wenn du es wüsstest, wirst du auf jeden Fall bestraft, weil man das ja nicht wissen könnte. Wenn man irgendwie etwas so deuten kann, dass du Charisma verlierst, was? Dann ist das so. Moment, sieht das das Abenteuer vor oder hast du jetzt einfach eine Option weggenommen und einfach... Wenn irgendeine Option besteht, dir Charisma abzuziehen, also der Nubur Charisma. 5 Punkte, ja? 5 Punkte. Permanent? Vielleicht nur für die Dauer des Abenteuers. Ich bin ja nicht Markus. Jetzt habe ich Charisma 3. Zwergnase ist überglücklich. Das ist es! Das ist es! Jubelt er. Ich bin gerettet! Er bedankt sich überschwänglich bei Ihnen. Ich glaub's ihr. Dann berichtet er Ihnen einiges, von dem er glaubt, dass es Ihnen nützen könnte. Es gibt eine Möglichkeit, die Wölfe im Innenhof abzulenken, sodass man hier... Ja, durch Messer und Schwerter. Sinnlose Brutalität. Wie das gemacht wird, weiß Zwergnase nicht. Ihn beißen Wölfe nämlich niemals. Wahrscheinlich finden sie, es lohnt sich nicht, mich zu verspeisen, sagt er. Irgendwo im Palast gibt es eine schmiedeeiserne Gittertür, die sich nur öffnet, wenn man ein magisches Wort gegen ihr Schloss haucht. Das Wort heißt Uveraturia. Uveraturia? Uveraturia. Uveraturia? So wie Uwe, der Vorname? Nein, wie Ouvertüre. Also... Ouvertüre auf Gitter hauchen, okay. Die Prinzessin wird in einem der 3 Räume auf der Ostseite des Palastes gefangen gehalten. Aha. Oh, also ich bin links lang gegangen, scheiße. In der 7, 8 und 9. In welchem kann der Zwerg nicht sagen? Ja, dann kannst du jetzt entweder nach Norden gehen und wieder auf den Hof hinaus oder zurück zu den Mäusen. Ich gehe auf den Hof raus und dann in Raum... Ich gehe mal in die Mitte, den Raum 8. Nee, das ist gar keine Tür. Doch, das ist eine Tür. Aber ja, gut. Die Tür ist unverschlossen. Schlössen. Unverschlossen. Unverschlossen. Sie können sie öffnen und den Röhm irrt. Initiative mehr Umlaut in der deutschen Sprache. Das ist eine gute Initiative. Ich nehme an, du willst da rein. Ja. Der Wohnraum des Sultans. Oha. Das Zimmer hat 2 Türen, eine in der Nordwand, eine in der Westwand. Durch die Nordwestwand bist du gekommen. Ganz gleich, durch welche Tür sie angetreten sind, ganz gleich, wie leise sie ins Zimmer geschlichen sind, der Sultan hat ihr Eindringen bemerkt. Er erwartet sie bereits. Bei Abschnitt 96. Hallo. Das mit euren Wölfen tut mir leid. Sultan Hasrabal sitzt an einem Tisch und studiert ein Schriftstück. Als sie den Raum betreten, legt er das Blatt zur Seite und schaut sie an. Er hebt die linke Augenbraue und mustert sie interessiert. Warum störst du mich? Fragt er leise. Wie reagieren Sie? Sagen Sie. Ich kam, um die Prinzessin zu befreien. Entschuldigung. Ich kam, um die Prinzessin zu befreien. Entschuldigung, Herr, ich glaube, ich habe mich verlaufen.
Ich muss dich warnen, Herr. Es sind Diebe in den Palast eingedrungen. Oder verzichten Sie auf eine Antwort und entschließen Sie sich zu einem Überraschungsangriff. Ich finde das gut, wie dieser Nordaventurier mit Blut beschmiert mit Klamotten steht so, Herr, es sind Diebe eingedrungen. Machst du das? Ja. Also klar. Ja, Charisma 3 Nordaventurier. Der blutbesudelte Charisma 3 Nordaventurier, der ihm gerade sagt, gerade versucht zu behaupten, er wäre einer seiner Wachen. Der Sultan schüttelt bedächtig den Kopf. Dich muss Rastulla in seiner großen Güte geschickt haben, um mich zu erheitern, sagt er und hebt beide Hände. Du wagst es, mich in meinen Studien zu stören, ohne triftigen Grund? Wenn das kein Scherz sein soll, was ist es dann? Er wartet ihre Antwort gar nicht erst ab, sondern fährt fort. Oh, du Sohn eines hohlköpfigen Ziegenbocks! Du hast in deinem Abenteurerleben viele Fehler begangen, aber dass du in diesen Raum eingedrungen bist, war dein schlimmster Fehler. Er hält einen Augenblick inne und massiert mit Daumen und Zeigefinger seine Nasenwurzel. Dann schaut er wieder auf. Sprich mir nach! Ich soll nicht so ein dummes Zeug schwatzen! Sie versuchen es, haben aber plötzlich ein merkwürdiges Gefühl im Mund. Ihre Zunge ist bis zur Wurzel gespalten, sie bringen kein Wort heraus. Ziehen Sie 5 Punkte vom Charisma-Wert Ihres Helden. Ich bin bei -2. Ein Mensch mit zweifacher Zungenspitze ist keineswegs eine attraktive Erscheinung. Okay. Ja. Wie ist deine Hässlichkeit? Wahrscheinlich. Ja. Wenn einer das Blut auf 0 kommt, ist man halt tot. Ist das so? Bestimmt. Nein. Dann wäre es vorbei. Ja, so ergeht es einfallslosen Lügnern, sagt Hasrabal. Jetzt klinge ich langsam wie Zacharow, Entschuldigung. Wache! Ergreift ihn. Sie hören schwere Schritte auf dem Hof und stürzen zur Tür in der Nordwand. Aber bevor sie sie erreichen, werden sie von kräftigen Händen gepackt und zurückgerissen. Die Wachen hätte ich auch noch getötet. Ich habe bis jetzt alles getötet. Du bist aber nicht mehr hübsch genug zum Töten. Was? Sie werden zu einem starren Bündel verschnürt und vor den Sultan geschleppt. Was? Der Herrscher über den Palast ist ein schöner Mann mit ebenmäßigen, edlen Gesichtszügen, aber seine Augen funkeln kalt und grausam. Versuchen Sie nicht, mit ihm zu sprechen. Er würde Sie sowieso nicht anhören. Außerdem ist Ihre Zunge gespannt. Er lächelt voller Häme. Ich könnte dich töten lassen, sagt er. Aber das würde mir keine Freude machen. Es wäre allzu schnell vorbei. Lieber lasse ich dich in eins meiner finsteren Verliese werfen, zu deinen Vorgängern. Dort könnt ihr schmoren, bis ans Ende eurer Tage. Ich werde euch jeden Tag besuchen, um mich an euren Qualen zu ergötzen. Die ersten Befreier, ähnlich tölpelhafte Burschen wie du, sind übrigens nach kurzer Zeit vor Gram und Verzweiflung gestorben und an zu niedrigem Charisma. Das hat mir nicht gefallen. Ich fühlte mich in meinem Vergnügen betrogen. Darum habe ich mir etwas ausgedacht. Ich will dir eine winzige Hoffnung lassen, obwohl es natürlich in Wahrheit keine echte Hoffnung ist. Ich habe nämlich festgestellt, dass Menschen erstaunliche Leiden ertragen, solange sie noch den Schimmer einer Hoffnung sehen. Ich verspreche dir also feierlich, bei Rastullas Lockenpracht, am Tage, an dem Nedime befreit wird, lasse ich auch dich frei. Der Sultan stößt ein gehässiges Lachen aus. So, nun schaffen wir den Burschen aus den Augen. Er fängt schon an, mich zu langweilen, und Langeweile ertrage ich nicht. Sie werden in ein dunkles Loch gestoßen, wo bereits eine Menge schmutziger, ausgemergelter Gestalten versammelt sind. Ihre unglückseligen Vorgänger. Sie haben die Worte des Sultans gehört. Er hat sie zwar nur gesagt, weil er sie quälen wollte und um ihnen zu demonstrieren, wie absolut sicher er sich fühlt, aber er wird zu seinem Versprechen stehen, das ist gewiss. Werfen Sie also das Dokument der Stärke Ihrer gefangenen Helden nicht fort. Erschaffen Sie sich einen neuen Helden und versuchen Sie das Werk seiner... Ich habe eine... Das war gar nicht Nubor. Genau, das war Nubors Bruder. Das war Nubors Bruder. Das war Nubors älterer Bruder. Ja, der jetzt in einen Echsenmenschen verwandelt wurde. Der jetzt in einen Echsenmenschen verwandelt wurde? Ja. Mit der gespaltenen Zunge. Mit einer gespaltenen Zunge das und fest sitzt. Ich find's und dein Vater sagt... Nubor der Zweite. Ich war nicht so einfallsreich mit den Namen meiner Kinder. Dein Bruder wurde festgesetzt, als ich ihm eine Aufgabe gestellt hatte, um seinen Heldenmut zu beweisen. Ich weiß, du bist noch viel zu jung. Aber ich habe schon Bart. Du wurdest mit Bart geboren, mein Sohn. Deine Mutter hatte schon einen Bart. Okay. Brich auf, folge seinen Spuren und befreie ihn. Das Abenteuer... Nubors mega hässlicher Bruder.
Das ist wirklich so, dass das Abenteuer endet, wenn man aus Zufall eine Tür geöffnet hat. Ja. Das warst ja nicht du, ne? Das war dein Bruder Exil. Ja. Also, du gehst in die Stadt. Du hilfst, du wirst in der Prügelei ich krieg das andere Erbschwert meines Vaters und den andere Erbschwert, den anderen Ringelpanzer. Aber kein Schild, weil den hat schon dein Bruder nicht gekriegt. Und das ist ja nur fair. Ich habe hab auch den Heiltrank gekauft und ich habe auch diesen Djinn als Freund. Du gehst erstmal in den Tunneln unter dem Palast, dann kommst du vorne wieder raus, dann gehst du rein, dann gehst du nach rechts, dann tötest du ein paar Wachen, dann findest du dort tote Wachen vor, dann gehst du in den Innenhof, da liegen tote Wölfe rum und dann gehst du gegenüber rein, dort fiepen dich ein paar Mäuse an und sagen, du bist nicht ganz so hässlich wie der letzte Typ hier. Was? Fresse! Dann gehst du nach Norden, da ist ein Zwerg, du sagst, ich hab schon wieder vergessen, welches Kraut da reingehört. Du sagst, nicht mit Lust und jetzt her mit den Informationen und sagt dir... Nein. Und er sagt dir, also die Nedime wird gegenüber gefangen gehalten, in Raum 7, 8 oder 9, nein, warte, in 8 ist, glaube ich, der Sultan. Kein Scheiß. Steht dir so. Und jetzt? Ich gehe nochmal in Raum 8. Ich bin was? Nein! Ich gehe in Raum 9. Das ist immerhin genau neben dem Wachraum. Das scheint der größte Raum zu sein. Die Tür ist abgeschlossen. Vielleicht ist das ein Gefängnis. Um sie zu öffnen, benötigen Sie, wie Sie an dem kleinen goldenen Schloss sehen können, ein passendes, vermutlich goldenes Schlüsselchen. Gold. Weiches Metall. Das ist super verschlüsselt. Hast du aber nicht. Gut, dann gehe ich in 7. Nee, erstmal musst du was anderes lesen. Ach. Sie rütteln vergeblich an der Klinke. Lassen Sie das besser bleiben. Erstens sagen, dass du was tust und dann sagen, dass es scheiße ist. Erstens nützt es nichts und zweitens weckt es womöglich die Wölfe auf. Du schaust dich um. Unwahrscheinlich. Was haben die alle für ein Problem mit den Wölfen? Die waren echt scheiße. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als eine andere Türe anzusteuern. Ja, 7. Diesmal darf die Summe aus den Würfeln, um die Wölfe zu wecken, nicht höher als 10 sein. Ich singe, während ich auf Raum 7 zugehe. Du gehst zu Raum 7. Die Tür ist abgeschlossen. Ich rüttel an. Du rüttelst an der Klinke. Aber lassen Sie das besser bleiben, sonst könnten Sie die toten Wölfe wecken. Oh. Ja, und jetzt? Tote Wölfe wecken sollte ein aventurisches Sprichwort sein. Dann gehe ich in Raum 6, das ist der einzige, in dem ich noch nicht war. Du warst auch nicht in Raum 8 als Nubor. Die Tür ist unverschlossen. Du kannst reingehen. Ja, ich gehe in Raum 6. Der Baderaum des Palastes. Er hat eine schmiedeeiserne Gittertür in der Ostwand und eine gewöhnliche Holztür an der Südwand. Der Zwerg hat dir auch sowas von Overtyria erzählt, ne? Also du hast alle Informationen von ihm bekommen. Weil du ihm direkt nichts mit Lust ins Gesicht geschrien hast. In der Nordwand ist ein kleines vergittertes Fenster. Das ist vermutlich das einzige Fenster. Aber das war doch eben nicht vergittert. Da kam ja ein Mensch durch. Wahrscheinlich hast du das Gitter von außen nicht gesehen. Ah, das ist ein Zaubergitter, das sieht man nur von einer Seite. Die Osttür führt zum... Ich gehe zu dem Gitter und hauche Overtyria auf dieses gusseiserne Gitter. Im Harem des Palastes, das ist der Raum hinter der Gittertür, findet soeben ein Schleiertanz statt. Darum sollten Sie die Tür noch nicht sofort öffnen. Darum? Falls Sie den Tanz heimlich beobachten wollen... Lesen Sie am Schnitt 27. Sie können aber auch sich von der Tür zurückziehen und abwarten, bis der Tanz beendet ist. Möchtest du dem Tanz zuschauen und erwarten? Gerne. Was? Du kannst nicht eine Oder-Frage mit Ja beantworten. Ja, ich schaue mir den Tanz an. Im Geiste des Wege des Vereinigungs-Crowdfundings würde ich ein bisschen Ferkelkram mit DSA kombinieren. Und durch den Vorhangspalt können Sie ein großes Zimmer sehen. Die Einrichtung lässt darauf schließen, dass es sich um den Harem des Palastes handelt. Sie erblicken wunderschöne Frauen, von denen einige Musikinstrumente in den Händen halten. Außerdem sehen sie eine männliche Gestalt mit einem voluminösen Turban auf dem Kopf. Der Mann wendet ihnen den Rücken zu. An einer Zimmerwand stehen breitbeinig drei große, dickleibige Eunuchen, die sich auf die Griffe ihrer mächtigen Säbel stützen. Also wirklich Säbel, nicht bildlich, weil Eunuchen. Eine Frauenstimme sagt, still, unsere Prinzessin tanzt jetzt den Tanz der sieben Schleier.
Prinzessin? Musik erklingt und alle Personen im Harem wenden ihre Aufmerksamkeit einer schwarzhaarigen Frau zu, die soeben mit dem Schleiertanz beginnt. Schon bei den ersten Tanzschritten sind sie davon überzeugt, eine außergewöhnlich schöne Tänzerin zu beobachten. Dabei können sie das eigentlich nur ahnen, denn die Gestalt der Frau ist von der Stirn bis zu den hübschen Füßchen von vielen bunten Schleiern eingehüllt. Mit elegantem Schwung wirft die Tänzerin den ersten Schleier ab. Kohlschwarze Augen und die makellosen weißen Arme sind zu sehen. Schon zupft sie an dem nächsten bunten Seidentuch. Würfeln sie mit zwei sechsseitigen Würfeln. Was? Vier. Sie dürfen weiter zusehen. Kann ich das irgendwo unterbrechen? Nein. Das war rigide. Bilder zeigst du uns, ja? Ja. Jetzt kommt eins, glaube ich. Der Tanz geht weiter. Die schwarzhaarige Schöne wirbelt mit kleinen Schritten durch das Zimmer und wiegt die Hüften im Takt der Musik. Soeben hat die Tänzerin den zweiten Schleier gelöst. Der duftige Stoff schwebt zu Boden. Jetzt sehen sie ihr Gesicht. Die entzückende kleine Nase, der hübsche Mund mit der vollen Unterlippe, das schmale, aber energische Kinn. Auch die runden Schultern der jungen Frau sind jetzt nicht mehr verhüllt und sie bewundern die porzellanweiße Haut. Die Tänzerin schließt die Augen und greift nach dem dritten Schleier. Würfeln sie wieder mit zwei sechsseitigen Würfeln. Im Chat schreibt Xendril und unter den Schleiern Steff. Mit seinen weißen, glatten Haaren. Da ist das Bild. Warte, lass mal. Ich habe eine 9 erwürfelt. Kannst du ein bisschen näher ranschieben? Du kannst hier den Schirm zur Seite packen. Ja, Wahnsinn. Genug geguckt? Ja. Und das weiter gucken. Wenn Sie freiwillig darauf verzichten wollen, den Tanz weiter zu beobachten, können Sie auch den Raum verlassen. Ich verlasse den Raum. Oder sollen wir den Leuten jetzt hier im Internet was bieten? Wollt ihr noch weitere von diesen komischen Dinge, die sie sonst nicht im Internet sehen könnten? Ja, aber dann wird das nicht so attraktiv. Gezeichnete Brüste. Dann wird das nicht so attraktiv vorgelesen. Ich versuche weiter zuzuschauen. Du kannst ja vorlesen, was Nova sich vorstellt. Und weiter vorlesen, wenn der eigentlich weitergeht. Ich muss eigentlich, ich glaube, ich muss durch den Raum. Also. Wir alle merken uns, wo es weitergeht. Also stellen uns vor, du gehst weg, aber du stellst dir weiter vor, wie der Tanz geht, falls irgendwas schief geht. Der dritte Schleier schwebt sacht zu Boden. Prachtvoll geformte Waden bieten sich ihren Blicken dar. Leise klirrende Goldreifen umspannen die zierlichen, schmalen Fesseln. Die wirbelnden Füße scheinen den bunten Mosaikfußboden kaum zu berühren. Die glutäugige Tänzerin greift zum vierten Schleier, der um ihre Hüften gewunden ist. Würfeln Sie wieder mit zwei sechsseitigen Würfeln. Sieben. Ich würde ja sagen, warum benutzt man so viel Platz des Abenteuers, um das zu beschreiben? Andererseits haben sie ein ganzes Untergeschoss eingebaut, das keinen, das keinen Sinn ergibt. Ja, da musste jemand Seiten füllen. Sieht man's? Ja. Nicht so spannend? Okay. Jetzt sind die langen, schlanken Beine der jungen Frau unverhüllt. Nur zwischen den Oberschenkeln hängen vorn und hinten lange, schmale Schleier herunter. Solche Knie, so schwungvoll konturierte Schenkel sahen sie noch nie. Alle Zuschauer sind verstummt und verfolgen gebannt jeden Sprung und Schritt der Tänzerin. Langsam wandern die Finger an ihrem Körper entlang und tasten nach dem fünften Schleier. Würfeln sie wieder mit zwei sechsseitigen Würfeln. Sieben. Oh, warte, Bild. Oh, sterben da schon. Knack. Krass, ja. Die Musikantinnen hatten den langsamen Rhythmus jetzt wieder gesteigert. Die Tänzerin dreht sich in rasendem Tempo in schwindelerregenden Kreisen. Der fünfte Schleier wird gelöst, flattert einen Augenblick wie eine Fahne und schwebt dann davon. Im Nabel der Schönen funkelt ein kleiner Rubin auf. Das bemerken sie zuerst. Dann erfasst sie mit ihren Blicken die Schönheit des jungen Körpers.
Dann erst erfassen sie mit ihren Blicken die Schönheit des jungen Körpers, der unter heftigen Atemstößen bebt. Der Tanz wird von Takt zu Takt ekstatischer. Die Frau wendet ihnen den Rücken zu, ihre Hände tasten nach dem sechsten Schleier. Würfeln sie wieder mit 2W6. 2. Bild. Oh mein Gott. Christa! Der vorletzte Schleier weht davon. Ihr Blick heftet sich auf den schmalen, wundervoll biegsamen Rücken, der sich im Rhythmus der Musik wiegt. Ein einziger Schleier ist der Tänzerin noch geblieben, die jetzt langsam zu einer Drehung ansetzt. Es ist ihnen warm geworden in ihrem Versteck. Sie schlucken, ihr Hals ist trocken. Denn nun haben sie das Profil eines Körpers vor Augen, der in ganz Aventurien seinesgleichen sucht. Oh, diese zwiefache Wölbung, von rosigen Spitzen gekrönt. Alles schwingt und bebt und die aufpeitschende Musik. Ein heftiger Schmerz lässt sie zusammenfahren. Sie haben sich auf die Unterlippe gebissen. Da, jetzt fahren die schlanken Finger spielerisch über den allerletzten Schleier. Würfeln sie mit 2 6-seitigen Würfeln. 6. Bild. Man sieht weniger als vorher. Sauerei! Die runden Hüften zucken im Takt. Unerträglich langsam nesteln die schlanken Finger den allerletzten Knoten auf. Der dünne Stoff gleitet über die glatte Haut. Gleich wird es geschehen. Die Tänzerin wirft den letzten Schleier genau in ihre Richtung. Das Tuch entfaltet sich in der Luft, schwebt heran und bleibt irgendwo hängen. Verdammt! Ihnen ist ganz und gar die Sicht versperrt, während im Nachbarraum ein leiser Trommelwirbel und verhaltener Applaus das Ende des Schleiertanzes verkünden. Verhaltener Applaus dafür, dass vorher Leute, die im Versteck saßen, sich auf die Zunge gebissen, auf die Lippe gebissen haben und ihn richtig heiß. Ja. Ganz nett, ja, ja. Nett. Enttäuscht wenden sie sich ab und prallen entsetzt zurück. Mitten im Badebassin sitzt ein unglaublich feister, mindestens 3 Meter großer Mann mit langem Haar und buschigem schwarzem Bart. Ich bin ja eigentlich... Die Erscheinung richtet sich langsam und bedrohlich auf. Eigentlich habe ich mich ja dem Schleiertanz abgewendet. Genau, das ist ja alles nicht passiert, das hat sich Nubo ja nur vorgestellt. Können wir das bitte auch entsprechend... Ja, ja, das hat sich Nubo nur vorgestellt, inklusive, dass am Ende er nicht wirklich sieht, was passiert, weil er ja ein braver, nordaventurischer Junge ist. Selbst in meinen Fantasien versage ich. Also eigentlich bist du ja schon früher gegangen. Du kannst durch die Südtür wieder aus dem Raum gehen oder, falls du das noch nicht getan hast, die Kosmetikfläschchen untersuchen. Habe ich schon... Du kannst aber auch... Ach, das magische Wort. Ja, ja. Da wird immer noch getanzt. Du hast dir das sehr schnell vorgestellt. Das heißt, du kannst jetzt entweder zuschauen oder abwarten, bis der Tanz vorbei ist. Ich warte ab. Wie ich es ja eigentlich schon immer getan habe. Ein Schleiertanz ist oft recht langwierig. Wenn sie dem Tanz schon eine Weile zugesehen hatten, bevor sie sich zum Abwarten entschlossen, würfeln sie mit einem 6-seitigen Würfel. 6. Dann würfel jetzt 6 mal ein W6. Und sag mir, ob du eine 1 würfelst. Ja. Gut. Du kommst zum Sultan und oh mein Gott. Sie hören ein lautes Plätschern und Fahne schrucken zusammen. Mitten im Badebassin sitzt plötzlich ein unglaublich fetter, mindestens 3 Meter großer Mann mit langem Haar und buschigem schwarzem Bart. Er richtet sich langsam und bedrohlich auf. Ja. Hallo. Bild. Sexy. Er ist ja bedrohlich, nicht sexy. Ein Schleiertanz von dem würde ich mir nicht anschauen. Hat auch keine Schleier. Kann auch wahrscheinlich nicht tanzen. Meine Meinung. Ich wurde im Chat gefragt, ob ein Schleier dein Charisma wiederherstellen würde. Also würde ich verschleiern. So schlimmer wird es nicht mehr. Ja. Das macht mich nur geheimnisvoll. In den triefenden Fäusten hält er einen mächtigen Dreizack. Er spricht mit dumpf blubbernder Stimme. Mein Name ist Baradarasch. Wie heißt du, du Wicht? Ich bin Alrik Plötzbogen. Ich zähle das als rasch einen falschen Namen ausdenken.
Das Abenteuer sieht wirklich vor, dass man einen Decknamen hat? Oder nee, erst an der Stelle. Ja. Okay. Tragen Sie hier den falschen Namen ein. Aber du hast zufälligerweise den gleichen Decknamen gewählt wie dein Bruder. Plötzbogen. Das muss in der Familie. Krass. Ja, das war der Standardname, den wir in unseren Kinderspielen immer hatten. Möchtest du dir vielleicht einen kürzeren Namen ausdenken? Als Alrik Plötzbogen? Mhm. Würfelwurm? Das ist nicht wirklich kürzer. Das ist ja nicht Alrik Würfelwurm, das ist einfach nur, ich bin der Würfelwurm. Ein schöner Name, sagte Baradarasch. Vielleicht bringt er dir Glück. Zähle so. Alle seine Buchstaben zusammen und multipliziere die Summe mit 2. Das Ergebnis ist die Anzahl der Kampfrunden, die du gegen mich durchstehen musst. Bist du dir sicher, dass du nicht Ulf wolltest? Nee, das ist... Ah! Ah, okay. Dein Deckname ist... Ich bin Q. Ah. Ja, Q. Q? Dein Deckname ist Q. Du musst 2 Kampfrunden überleben. Nee, das ist... Der Rest wird stumm gesprochen. Du musst die Summe mit 2 multiplizieren. Ach so. Also 2 Kampfrunden. Falls du den Kampf überlebst, kannst du in Frieden weiterziehen. Doch damit ist nicht zu rechnen, Q. Aber Q ist doch allmächtig. Das scheint er nicht zu wissen. Bevor ich dich erschlage, sollst du erfahren, wer dich getötet hat, blubbert der Fettwanst. Ich bin der Meister des Bades. Er hält einen Moment inne. Wage nur nicht, mich Bademeister zu nennen, fährt er dann fort. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass dieser der Reinlichkeit geweihte Raum nicht von Fremden beschmutzt wird. Und warum willst du mich dann hier abstechen? Er schüttelt sich. Gerade musste ich daran denken, dass der prächtige Marmorboden bald ganz und gar mit deinem Blut besudelt sein wird. Eine ekelhafte Vorstellung. Nun bringen wir es hinter uns. Falls Sie im Rahmen dieses Abenteuers einen Flaschengeist befreit haben und ihn jetzt zu Hilfe rufen wollen, tun Sie es. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die 2 Runden durchhalte. So wie der sich eben dargestellt hat, glaube ich auch nicht, dass das... Der könnte eine andere Möglichkeit finden, ihn abzulenken, die nichts mit Kampf zu tun hat, die ich mir, glaube ich, nicht anschauen möchte. Sag einfach, was du tun willst. Ich möchte kämpfen. Na dann, er hat Mut 50 und fängt an. Krasser Typ. Er trifft nicht. Du bist dran. 16, ich treffe nicht. Er greift an. Er trifft nicht. Ich treffe nicht. Hast den Kampf überlebt? Es wurde ist niemand zu Schaden gekommen und es ist nichts schmutzig geworden. Ja. Siehst du, hätte ich mich... Slowest slow clap aus dem Publikum. Der hätte ich ja auch einfach wirklich Würfelwurm nehmen können. Erstaunlich. Sie erhalten 40 Abenteuerpunkte und können beobachten, wie Baradarasch sich im Wasser auflöst. Bald ist nichts mehr von ihm zu sehen. Ja. Du kannst wieder auf den Innenhof gehen, zu der Gittertür in der Ostwand oder die Kosmetikfläschchen untersuchen. Ich lasse meine Beinkleider herunter und kacke in das Wasser. Keine Option, lasse ich dir aber durchgehen. Also jetzt Gittertür und da Kosmetikfläschchen oder wieder rausgehen. Kosmetikfläschchen. Kannst du die Werte von dem Bademeister mal kurz vorlesen? Ja. Mut 50, Attacke 12, Lebensenergie 50, Parade 10, Rüstungsschutz 0, Trefferpunkte 3W. Den hätte ich umhauen können. Nein. 3W? Das könnten 3 sein. Ja, könnten. Ich hätte dich nicht so optimistisch eingeschätzt, ehrlich gesagt. Das wären 6. Das wäre ein Treffer mit dem Schwert. Zunächst ergibt Ihre Untersuchung der kleinen hübschen Gefäße nichts Besonderes. Sie drehen die verschiedenen Fläschchen unschlüssig in den Händen, schnuppern auch an dem einen oder anderen und wollen sich gerade wieder abwenden, als Ihr Blick auf eine winzig kleine Fiole fällt. Sie entkorken sie, ein starker, belebender Duft steigt in Ihre Nase. Unwillkürlich spüren Sie den Wunsch, aus dem Fläschchen zu trinken. Geben Sie ihm nach oder nicht? Nein. Der Chat sagt, du sollst ihm nachgeben. Ich gebe ihm nach. Ja, Charisma Manus. Das ist das, was wir sehen wollen, deswegen sind wir hier. Kaum haben sie von der klaren Flüssigkeit genippt, als sie ein seltsames, nie gekanntes Gefühl durchströmt. Glück. Glück.
In der Fiole war ein wunderbares... Es tut so weh, weil es wahr ist. In der Fiole war ein wunderbares Zauberelixier. Alle ihre Eigenschaften, Mut, Körperkraft, Geschicklichkeit, Klugheit, aber nicht Charisma, haben sich plötzlich um 2 Punkte erhöht. 2 Punkte? Auch bis zum Ende des Abenteuers. Charisma auch, scheiß auf Plötzens Anweisung. Tragen Sie einen neuen Wert in das Dokument der Stärke Ihres Helden ein. Die Werte gelten nämlich permanent. Überprüfen Sie, ob sich die Zahlen für Attacke, Parade und Trefferpunkte eventuell ebenfalls verändert haben. Okay, das einzige, da ich ja eben auch schon effektiv 10 Punkte Charisma verloren habe, hätte ich jetzt einen Charisma-Wert von 2. Nee, du bist ja nicht mehr Nubo der Erste. Ja, das ist ja unfair. Ich kann ja nicht die positiven Sachen mitnehmen und die negativen einfach wegdrehen. Das war doch der andere Charakter. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Das werden wir schon noch behandeln. Oh, wie er sich freut, dieser Geschichtenerzähler da hinter der Kamera. Bah. Deine Zwangsnarration wird es noch alle ins Verderben stürzen. Ja, davon gehe ich aus. Genau das hat Malgi in China auch gesagt. Aus dramatischen Gründen hast du dann den Motor zerstört. Tatsächlich führt es dann jetzt wieder in den Kreis, weil irgendwie das Trinken aus diesem Fläschchen alles zurücksetzt und rein theoretisch Baradarisch wieder auftauchen kann, weil einfach hier ein Programmierfehler sozusagen ein Abenteuer ist. Ah. Dieser Schlag. Aber du gehst zu der Tür und möchtest das magische Codewort benutzen. Ja, genau. Lautet es Tölpel? Nein. Aha. Was? Das richtige Wort ist Ouvertüria. Ja. Kaum haben sie es gegen die Tür gehaucht, da schwingt diese lautlos zur Seite. Sie können in den Nachbarraum, den Harem, eindringen. Ich schleiche mich an den Eunuchen vorbei. Der Haremsraum des Palastes. Das große Zimmer hat eine Tür in der Westwand, durch die du gerade geschlichen kommst, und 2 in der Südwand. Eine in der östlichen und die andere in der westlichen Hälfte der Wand. Also wenn du dich orientierst, dann müsste diese eine Tür in den Raum des Sultans führen, und die andere wieder auf den Innenhof. Die westliche Südtür ist von innen verschlossen. Das ist die auf den Innenhof. Die westliche Südtür? Die. Ah, okay. Ja, ja, okay. Von den südlichen Türen 2. Die westliche. Ja, ja, ich Sie können den Schlüssel herumdrehen und die Tür öffnen. Sie führt zum Innenhof. Die östliche Südtür führt zu Raum 8. Die Tür in der Westwand führt zu Raum 6. Kommst du ja gerade her. Wenn Sie den Harem verlassen wollen, gehen Sie durch eine dieser Türen. Kann ich da irgendwas aufnehmen? Möchtest du dich zunächst einmal im Harem umsehen, bevor ja, du weitergehst? Ja, bitte. Da sind zwar jetzt bestimmt ein halbes Dutzend Leute. Also der Schleiertanz ist vorbei. Ja, aber wo sind die denn lang gegangen? Weißt du nicht. Nicht an dir vorbei. Wahrscheinlich alle zum Sultan. Hey! Party! Wir haben gerade die nackte Ische gesehen. Ich glaube, dann kommen wir vorbei. Ey, Leute. Zunge. Längs der Zimmerwände sind die Wanne aufgestellt, auf denen wunderschöne Damen ruhen. Fällt dir jetzt auf? Auf einem besonders schönen Divan. Besonders schöne Parade. Schläft Divan, nicht Vara. Auf einem besonders schönen Divan. Dieser Sultan hat einen seltsamen Fetisch. Schläft eine schlanke, schwarzhaarige Frau. Zimbeln und ein paar bunte Schleier liegen in dem Raum verstreut. 2 fettleibige Eunuchen liegen schnarchend auf einem Teppich ausgestreckt. Was stimmt nicht mit diesen Leuten? Warum müssen die ständig schlafen? In einer Ecke unterhalten sich 2 Frauen im Flüsterton. Die beiden scheinen ihr Eindringen nicht bemerkt zu haben. Aus dem Gespräch schnappen sie die Worte Prinzessin und Nedime auf. Sie können zu der schlafenden Frau auf dem auffällig prächtigen Divan schleichen oder sich leise den plaudernden Haremsdamen nähern, um deren Unterhaltung besser verstehen zu können. Ich gehe zu den Haremsdamen. Jetzt sind sie den Damen so nahe gekommen, dass sie jedes Wort verstehen können. Das war ein schöner Tanz. Ja, nicht schlecht für eine Prinzessin. Wo mag sie das gelernt haben? Was weiß ich, Hauptsache dem Sultan gefällt's. Still, ich habe etwas gehört. Sie können weiter dem Gespräch lauschen oder einen Augenblick reglos verharren und dann zu dem ungewöhnlich prächtigen Divan schleichen. Ich verharre und schleiche. Legen Sie eine Geschicklichkeitsprobe ab, die um 3 erschwert ist. Diesmal, also plus 3, also schwieriger. Verkackt. Trotz deiner besseren Werte? Oh, ja. Sie stoßen an einen Hocker, der polternd umfällt. Sofort erhebt sich ein entsetzlicher Lärm. Frauen kreischen schrill. Ein Mann im Harem! Ein Fremder! Zu Hilfe! Zu Hilfe!
Die Frauen werden in der Tonhöhe nur noch von den Eunuchen übertroffen, die aufgesprungen sind, mit gezückten Säbeln heranstürmen und gellende Alarmschreie ausstoßen. Weitere Haremswächter dringen in das Gemach ein. Bald sind sie von allen Seiten umzingelt. Sie können sich zum Kampf stellen oder die Waffen fallen lassen und sich ergeben. Kampf. Warum musst du auch diese Probe verkacken? Sie haben es insgesamt mit 7 Wächtern zu tun. Respekt. Tragen Sie mindestens eine Kampfrunde gegen die 7 aus. Anschließend können Sie sich ergeben. Oder, falls du willst. Oder weiterkämpfen. Was ist mit dem Djinn? Das ist keine Option. Na und? Ich rufe Efred Oma vom Mob Eunuchen für mich. Das klingt doch nach Spaß. Der Chat möchte den Djinn haben. Okay. Ich füge hier jetzt spontan einen weiteren Abschnitt ein. Der Djinn erscheint und sagt, ohohoho, Eunuchen! Und nimmt sie alle zusammen zu sich in seinen Darkroom. Ja, nice. Das war jetzt ein bisschen antiklimaktisch. Möchtest du lieber den Kampf? Möchtest du lieber die Beschreibung des Darkrooms? Also dramaturgisch wäre es schöner gewesen, wenn Nuba ein bisschen gegen die kämpft und dann am Ende unterlegt, aber dann kommt der Djinn. Du kämpfst ein bisschen gegen sie, verlierst 8 Trefferpunkte, wirst in die Ecke gedrängt, während die Frauen erschrocken zuschauen. Nicht abzüglich Rüstung. Und dann fällt dir der Name des Djinns wieder ein, der lautete? Efred Orma. Er erscheint mit einem Geräusch von heißem Wüstenwind und einem lauten, aus dem Bauch herausdringenden Lachen, schwingt seinen Scimitar, enthauptet direkt einen der Eunuchen und sagt, ups. Schaut dann die anderen an und sagt, oh, Eunuchen, nähert sich dir. Das ist aber nett von dir, dass du an mich gedacht hast. Nimmt die verbliebenen 6 mit und sagt, ich hab da einen netten Raum vorbereitet für uns Jungs zum Spielen. In einem gewaltigen Kampf mit ein bisschen Hilfe von einem Djinn haben sie die gesamte Palastwache niedergemacht. Sind Sie sicher, dass dabei alles mit rechten Dingen zugegangen ist? Haben Sie korrekt gewürfelt? Na, wie dem auch sei, Sie haben gewonnen auf der ganzen Linie. Der Sultan stürzt... Doch, hast du dir gerade mal die Werte von diesen Wachen? Sind die schlimmer als die Wölfe? Ich meine, ich habe 4 Wölfe abgestochen und 2 andere Wachen, die nichts konnten. Ich meine, ich werde am Anfang mit einem Schild, einem Ringpanzer und einem Superschwert ausgestattet. Allein durch die Rüstung, die ich am Anfang erst von dem Abenteuer bekomme, kann ich 5 Trefferpunkte von jedem Treffer ignorieren. Aber da Uli Kiso daran zweifelt, dass du nicht gemogelt hast, waren die bestimmt hart. Mhm. Mut 10, Attacke 11, Lebensenergie 20, Parade 9, Rüstungsschutz 1, Trefferpunkte 1, W plus 3 und es sind 7 Stück. Naja. Das hätte sich gezogen. Das muss man einfach mal zugeben. Na, wie dem auch sei. Sie haben gewonnen auf der ganzen Linie. Der Sultan stürzt ins Zimmer und bittet sie wenigstens, ihn und die Frauen zu verschonen. Da lässt er Nedime herbeibringen. Ihr Behält bekommt 120 Abenteuerpunkte und dazu von Nedimes dankbarem Vater die versprochenen 150 Dukaten. Wow, Moment. Wir hatten gerade das Thema antiklimatisch. Das Abenteuer ist zu Ende. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, lesen Sie noch den Anhang Nedimes Entführung als Gruppenabenteuer. Bist du dir sicher, dass du nicht vielleicht retconnen und die Geschicklichkeitsprobe nochmal würfeln willst? Er hat ja 2 Wünsche bei dir, oder? Ich hab's geschafft. Das wäre gewesen, wenn du diesen Hocker umgestoßen hättest. Du hast gerade noch rechtzeitig angehalten, diesen Hocker angeschaut und überlegst, was passieren würde, wenn du den jetzt umstößt. Ein sehr schwules Abenteuer mit einem Djinn. Vor allem ein Trollende, mit dem dir der Autor sagt, ich glaube nicht, dass du nicht gemogelt hast. Richtig? Mhm. Ohne dass sie jemand bemerkt, erreichen sie den prächtigen Divan. Haben Sie im Verlauf dieses Abenteuers heimlich einen Schleiertanz beobachtet? Ja und nein. Na, ja. Also ich habe ja nach dem ersten Schleier aufgehört. Sie erkennen in der schlafenden Schönheit die Frau wieder, deren Tanz der 7 Schleier sie beobachtet haben. Die Frau schläft ruhig und fest. Auf einem Tisch neben ihrem Kopf liegt ihr Schmuck. Goldene Arm- und Fußreifen und eine Perlenhalskette, an der ein sehr kleiner goldener Schlüssel hängt. Sie können die Schlafende behutsam wecken und sich als ihr Retter zu erkennen geben oder ihr den Schmuck stehlen. Ich bin ihr Retter. Wenn ich Schätze haben wollte, hätte ich schon mit den Mäusen getanzt. Das sind Sachen, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie mal sage. Es dauert einen Augenblick, bis die Frau aus dem Schlaf erwacht.
Sie sieht sie einen Moment lang schlaftrunken und fragend an, dann weiten sich ihre Augen vor Schreck. Es beschleicht sie das Gefühl, einen schweren Fehler begangen zu haben. Doch bevor sie diesen Gedanken zu Ende bringen können, stößt die Frau einen gellenden Angstschrei aus. Im Nu sind die beiden Eunuchen auf den Beinen, doch die Tür zum Hof, durch die Tür zum Hof stürmen weitere Wächter herbei. Aber Nedime, stammeln sie fassungslos. Ich bin gekommen, um dich zu befreien. Ich bin nicht Nedime, du Sohn einer hirnlosen Eidechse, fährt die Frau sie an. Ich bin Prinzessin Nahema, die Lieblingsfrau des Sultans. Für deine unsägliche Dummheit wirst du schwer bezahlen. Ergreift ihn, befiehlt sie den Wachen. Das ist Nahema? Das ist jemand, der Nahema heißt und retconnt wurde, dass es Nahema ist, die den Sultan um den Finger wickelt. Möchtest du vielleicht doch ihren Schmuck gestohlen haben? Du hast drei Wünsche bei dem Djinn frei. Der Djinn erscheint plötzlich in Form einer kleinen Maus auf deiner Schulter und sagt, ich würde sie nicht wecken, das ist Prinzessin Nahema, die suchst du gar nicht. Das war nicht nett. Ich schnipp's ihn ins Wasserbecken, in das ich vorhin gekackt habe. Das ist im anderen Raum. Hast du im Wasserbecken gekackt? Er hat das Wasserbecken gekackt, in dem der Wächter erschien. Aus Rache. So. War, das habe ich nicht gehört, wann war das? Schon eine Weile her. Das hast du nicht mitbekommen? Nein! Ich defektiere in öffentliche Badeanstalten und du hörst nicht zu? Das war dein großer Moment und ich hab's verpasst! Das war dein großer Moment? Also. Ich weiß halt nicht, wie sie Glück anfühlt. Gewarnt durch den Djinn stiehlst du ihr den Schmuck. Ja. Es gelingt dir. Es gelingt ihnen, den gesamten Schmuck einzustecken, ohne ein Geräusch zu verursachen. Ohne Probe. Die Arm- und Fußreifen sind zusammen 50 Dukaten wert, die Kette mit dem Schlüssel 40 Dukaten. Außerdem wird ihnen der Schlüssel gewiss einmal gute Dienste leisten. Gut, dass sie die Schlafende nicht geweckt haben. Es ist nämlich keineswegs Nedime, sondern Prinzessin Nahema, die wunderschöne, aber böse Lieblingsfrau des Sultans. Das erfährst du, als du einen kleinen Anhänger an einem der Schmuckstücke öffnest. Da drin sind zwei Bilder, einmal von der schlafenden Frau und auf der anderen Seite dümmlich grinsend der Sultan. Und da ist eine Widmung drin für Nedime, meine wunderschöne, aber böse Lieblingsfrau. Also gezeichnet Sultan Hasrabai. Das denkst du dir noch mal aus. Also und ich habe ja hier auch diesen Schild bekommen mit Widmung. Nein. Außerdem hängt da noch ein kleiner Zettel dran. Nedime, vielen Dank, dass du die Aufgabe übernommen hast, wie ich dich gebeten habe, den Schlüssel zu Nedimes Gemach ständig bei sich bei dir Nahema, zu tragen. Bitte. Damit du die arme Gefangene jederzeit quälen und verspotten kannst. Am besten verlassen sie jetzt rasch den Harem. Ich hätte auch Xbox spielen können heute. Aber wäre das so lustig gewesen, Michael. Kannst du in einem deiner Xbox-Spiele in ein Wasserbecken kacken? Ich bin nicht sicher. Kannst du? Wenn der Chat weiß, um welches Spiel es sich handelt, bitte mir mitteilen. gibt es das für die Xbox One? Wie dem auch sei, ich gehe auf den Innenhof und dann zu Raum 9, um den goldenen Schlüssel zu benutzen mit dem goldenen Schloss. Kannst du nicht bei YouTube und Forever kacken? Du kannst zumindest Klos benutzen, aber ich glaube, du pinkelst. Ja. Oh. Much better. Gehst also in Raum 9 und schließt das Schloss mit dem kleinen goldenen Schlüssel auf. Das Prunkgemach. Der Raum hat eine einzige Tür, und zwar an der Westwand. Weißt du, weil du drin stehst. Sie führt zum Innenhof. Stimmt, du schaust über deine Schulter. Korrekt. Jetzt bin ich gespannt, was das für ein Raum ist. Endlich haben sie Nedimes Zelle gefunden. Nedimes Zelle ist übrigens größer als der Harem. Ja, in dem Platz für einen Haufen Frauen, genügend Raum für einen Schleiertanz und drei Zuschauende mit Eunuchen ist. Der Sultan kennt seine Prioritäten. Endlich haben sie Nedimes Zelle gefunden. Ihr Ziel ist zum Greifen nahe. Aber als Zelle kann man den Raum, in dem die Tochter des Kalifen untergebracht ist, eigentlich nicht bezeichnen. Eher schon als Gemach. Der Raum ist recht groß und luxuriös ausgestattet. Offenbar wollte der Sultan das Herz der Gefangenen gewinnen, indem er sie mit prachtvollen Geschenken überhäufte. Als sie das Zimmer betreten, liegt Nedima auf einem großen, weichen Divan, über den ein Baldachin gespannt ist. Sie blickt ihnen aus großen Augen erwartungsvoll entgegen. Leider ist die schöne Gefangene nicht allein. Sie wird von einer Kreatur bewacht, die zu den furchterregendsten Ungeheuern in ganz Aventurien zählt. Einem Manticore. Dieses Wesen ist eine grauenhafte Mischform aus tierischen und menschlichen Körperteilen. Auf einem Löwenkörper sitzt ein Männerkopf mit großem, hässlichem Mund, der mit drei Reihen messerscharfer Zähne bewehrt ist. Statt eines Löwenschweifs wächst der Hinterleib eines Skorpions aus dem Körper des Ungeheuers. Der Manticore soll Nedime nicht nur bewachen. Der Sultan hat ihm aufgetragen, der Gefangenen jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Nur freilassen darf er sie nicht und sie mit Gesängen zu unterhalten.
Tatsächlich hat sich der Manticore vor dem Lager der Schönen ausgestreckt. Er schlägt mit seinen klobigen Pranken die Banduria, das ist eine Art Laute, und singt dazu mit kehliger, aber wohltönender Stimme. Das Ungeheuer ist von seinem eigenen Gesang so ergriffen, dass es ihr Eindringen nicht bemerkt. Was tun Sie? Versuchen Sie, den Manticore freundlich zu stimmen, indem Sie leise, um ihn nicht zu erschrecken, an ihn herantreten, ihm den Kopf kraulen und dazu Pussy, Pussy, Pussy sagen. Das steht hier so. Kein Scheiß. Oder ziehen Sie Ihr Schwert, um den Ahnungslosen mit einem einzigen Streich zu erschlagen. Oder winken Sie Nedima heimlich zu sich heran. Drittes. Keine Pussypläne heute, heute mehr. Ich glaube, jetzt kommt auch ein Bild. Das Bild mit dem Mittelfinger. Nee, irgendwo habe ich vorhin das Bild auch gesehen von Nedima und dem Manticore. Hier müssen noch eine Menge andere Räume sein, die wir nicht gefunden haben. Wo? Ich weiß auch nicht. Ich finde es nicht egal. Nedima erhebt sich vorsichtig von ihrem Lager. Der Manticore lässt irritiert das Instrument sinken. Hat dir mein Spiel nicht gefallen? Fragt er. Doch, doch, versichert Nedima eifrig. Spiel nur weiter. Zögernd geht sie einen Schritt in Richtung Tür. Gerade Sterne über der Wüste gefällt mir besonders gut. Das war gar nicht Sterne über der Wüste. Das war mein Kamel liebt dich auch. Jetzt ist der Manticore endgültig misstrauisch geworden. Er sieht sich suchend im Zimmer um und schon stößt er ein bedrohliches Knurren aus. Er hat sie entdeckt. Das Ungeheuer legt die Banduria zur Seite und kommt langsam auf sie zu. Hätte ich ihn mal schlagen. Und wie immer zeigt sich, die Gewaltlösung hätte am besten funktioniert. Da ist das Bild. Mein Kamel liebt dich auch. Vom Höcker bis zum Bauch. Mein Kamel schaut dich gern an. Weil es besonders gut schielen kann. Dankeschön. Aventurisches Liedgut, das wäre da auch nochmal ein guter blauer Band. Gibt's das noch nicht? Was weiß ich. Gibt's das Lied wirklich? Mein Kamel liebt dich auch. Oder hast du das gerade ausgedacht? Also der Titel stand hier drin. Okay. Wenn Sie im Verlaufe dieses Abenteuers einen Flaschengeist befreit haben, sollten Sie ihn jetzt rufen. Den habe ich ja schon benutzt. Das wäre besser für Sie. Er hat dich gewarnt. Er ist von alleine aufgetaucht und hat dich gewarnt. Du musst das Retcon im Kopf behalten, das wir regelmäßig gemacht haben. Das ist schwierig. Efrid Omar, ich habe einen Gesangspartner für dich gefunden. Efrid Omar erscheint mit Blitz und Donnerschlag. Der Manticore schreckt einen Moment lang geblendet zurück. Was tun Sie? Helfen Sie Efrid Omar in dem bevorstehenden Kampf? Ergreifen Sie Nedim und flüchten Sie mit ihr aus dem Zimmer? Und keine weitere Option, obwohl es bisher so klang. Steht das so da? Nein. Das ist ja so, dass du es so betonen sollst. Ja. Ich helfe natürlich Efrid Omar, dem liebenswürdigen Flaschengeist, der mir schon so oft den Arsch gerettet hat, wie ich mir das, zumindest in meiner Vorstellung. Zwischen Efrid Omar und der Bestie ist ein fürchterlicher Kampf entbrannt. Wie ein Berserker schlägt der Flaschengeist wieder und wieder mit dem riesigen Säbel zu. Eben holt er erneut zu einem wuchtigen Schlaghieb aus, trifft sie mit der Breitseite der Klinge an der Stirn. Was, mich? Ja. Was? Ja. Mein Verbündeter haut mich? Aus Versehen? Benommen taumeln sie und stürzen zu Boden. Sie wollen wieder aufspringen, doch die Beine versagen ihnen den Dienst. Die Bindung ist ja auch wie 1984. Das ist echt retro. Das ist original, ne? Nein. Benommen taumeln sie und stürzen zu Boden. Das ist das Arbeitsexemplar. Sie wollen wieder aufspringen, doch die Beine versagen ihnen den Dienst. Hilflos müssen sie mit ansehen, wie sich das Kampfesglück wendet. Hatte bisher Efrid Omar dem Ungeheuer mit jedem Schlag restliche klaffende Wunden zugefügt, so ist er es nun, der mörderische Prankenhiebe einstecken muss. Zu ihrem Schrecken stellen sie fest, dass der Flaschengeist keineswegs unverletzlich ist. Zwar fließt kein Blut aus seinen zahlreichen Wunden, sondern roter Rauch, der schwer zu Boden sinkt, aber sie können deutlich sehen, wie Efrid Omar von Sekunde zu Sekunde schwächer wird. Der Manticore bedrängt ihn unablässig. Seine Prankenhiebe sind fürchterlich und wohlgezielt. Die dreifachen Zahnreihen schnappen erbarmungslos zu. Bald ist der ganze Boden mit rotem Rauch bedeckt. Der Körper des Flaschengeists sinkt plötzlich in sich zusammen und verschwindet in den blutroten Schwaden, die von einem leichten Luftzug getrieben durch das Zimmer wehen. Der Rauch wird von Augenblick zu Augenblick dünner. Bald ist von Efrid Omar nichts geblieben als ein seltsamer, würziger Duft, der den Raum erfüllt.
Der Manticore knurrt, bleckt die Zähne und kommt langsam auf sie zu. Die Benommenheit fällt von ihnen ab. Sie können sich wieder bewegen. Mit dem Schwert in der Faust erwarten sie den Angriff des Ungeheuers. Zu ihrem Glück ist der Manticore stark geschwächt. Das fahle Löwenfell ist über und über mit Blut besudelt. Fatzengeballer. Er hat nur noch eine Lebensenergie von 10 Punkten. Das ist wichtig. Mhm. Was hat er denn für einen Mutwert? Jetzt möchte ich nicht in ihre Haut stecken. Nun ja, es hilft nichts. Sie müssen den Kampf durchstehen. Mut hat er 20. Dann darf er anfangen. Er attackiert jede Runde zweimal. Einmal mit Pranken und Rachen und einmal mit dem Giftstachel. Schön für ihn. Sie haben jeweils nur eine parat und müssen sich entscheiden, ob sie die Pranken und Zähne oder den Giftstachel parieren wollen. Dann fangen wir an. Greift erst mit Pranken und Zähnen an und mit dem Giftstachel. Ich habe den großen mit 20 dahingelegt für Meister. Pranken und Zähne würden treffen. Dann versuche ich zu parieren, was mir nicht gelingt. Das sind 5 Trefferpunkte. Abzüglich Rüstung. Und dann versucht er noch mit dem Stachel nachzusetzen, der trifft aber nicht. Ich attackiere. 12. Daneben. Wie spannend. Er trifft mit Zähnen und Klauen. Ich pariere nicht. Das sind 7 Trefferpunkte. Er hat noch einen Giftstachel. Der trifft nicht. Ich attackiere ihn. Ich treffe. Er versucht zu parieren. Nicht mehr wie 6. Er pariert nicht. 8 Trefferpunkte. Sein dichtes Fell fängt einiges ab, aber dennoch hast du ihm Schaden zugefügt. Sein erster Angriff trifft nicht, er setzt mit dem Giftstachel nach und der würde treffen. Ich pariere nicht. Ihre Rüstung schützt sie nicht, denn das Ungeheuer zielt immer auf ungedeckte Körperstellen. Für die Wunde, die der Stachel verursacht, müssen sie 1 Punkt von ihrer Lebensenergie abziehen. Schon in der nächsten Kampfrunde setzt dann die lähmende Wirkung des Giftes ein. Verringern sie vor Beginn der Runde ihren Attack- und Paradewert um 1 Punkt. Vor der nächsten Runde ziehen sie dann wieder 1 Punkt ab und so weiter. Oh je. Er hat damit jetzt aber sein Gift aufgebraucht. Okay, dann hau ich mal zu. Und ich treffe. Er pariert nicht. 5 Trefferpunkte. Er steht immer noch, versucht dich zu beißen, aber sein Angriff geht knapp fehl. Im Hintergrund liegt Nedim immer noch auf ihrem Divan. Es tut mir leid, ich werde mir das nächste Mal merken, welches Musikstück es war. Das ist gerade nicht wichtig. Daneben. Trifft. Pariert. Haha. Auch mit den Abzügen? Ja, das ist minus 1 und ich habe ja jetzt 11, dank. Er hat keinen Bruchfaktor. Oh, shit. Aber mein Malus ist jetzt 2. Treffer. Nicht pariert. 9 Trefferpunkte. Das reicht exakt. Du setzt ihm einen letzten Stich in seinen mit 3 Zahlenreihen bewährten Rachen. Warte, nein, hier steht wahrscheinlich tatsächlich auch eine echte Beschreibung. Moment. Da bin ich schon wieder übers Ziel hinausgeschossen. Sie haben es geschafft. Nedim ist frei. Bald kann der Kalif seine geliebte Tochter wieder in die Arme schließen. Er überreicht ihnen die versprochene Belohnung von... Wow. Das ist einfach, ich erschlage jemanden und ich kriege die Belohnung? Ja. Keine ausufernden Beschreibungstexte? Er überreicht ihnen Rückkehr. Die versprochene Belohnung von 150 Dukaten und bietet ihnen sogar die Hand seiner Tochter an. Sie können das Angebot annehmen oder nicht. Nee. Wie viele Dukaten waren das? Ihnen entgeht eine sehr gute Partie. Nedim ist nicht nur schön, sondern sicher auch zärtlich und ganz gewiss sehr reich. Aber Sie müssen ja wissen, was Sie tun. Und dein Bruder? Der hat versagt. Der hat wieder zu seinem Vater geschickt. Auf jeden Fall erhalten Sie zu den Dukaten 120 Abenteuerpunkte. Außerdem dürfen Sie das wunderbare Schwert behalten, das Ihre Attacke und Paradewert um je 1 Punkt erhöht. Hüten Sie diese Waffe gut. Sie haben ein schwieriges und gefahrenreiches Abenteuer bestanden. Bald wird man in ganz Aventurien von Ihnen sprechen. Dann kommen noch gefahrvollere Herausforderungen auf Sie zu. Wir wünschen Ihnen Glück auf Ihrem Weg. Sie werden es nötig haben. Salam alaikum. Whatever. Nachdem ihm Nedim entrissen wurde, entlässt Hasrabal alle Gefangenen aus seinem Kerker. Die Helden stehen ihnen nun für neue Abenteuer wieder zur Verfügung. Wenn sie möchten, können sie dieses Abenteuer jetzt als Gruppenspiel versuchen. Nedim wird wieder entführt. Du kehrst also zurück.
Unter den Gefangenen findest du nicht deinen Bruder, sondern haufenweise ausgemergelte arme Menschen und ein komisches Echsenwesen mit gespaltener Zunge, das nicht reden kann. Okay. Hier. Er kennt das gar nicht. Hm. Namenlose NSCs. Geht weg. Das Echsenwesen kommt in deine Richtung. Versuch dich anzufassen. Ich nehme mein Schwert und steche in seine Richtung. So, weg! Weg mit dir, Monster! Es hängt weinend in der Ecke. Es hängt weinend in der Ecke, zischt vor sich hin, deutet auf dich und du könntest schwören, dass es sagt, wir sehen uns noch. Ja, nee, ist klar. Also reitest du mit deinen Erfahrungspunkten und deinem Geld nach Hause. Dein Vater empfängt dich und folgt dir. Aber wo ist eigentlich der ältere Nubur? Da was? Der wer? Dein älterer Bruder, den du mitbringen solltest. Ach ja. Ja, der ist kaputt. Du hast mir also meinen Erben nicht zurückgebracht? Ich dachte, ich wäre dein Erbe. Ich dachte, darum ging es, den Wert zu beweisen. Hast du wenigstens die Prinzessin geheiratet? Ich dachte, ich sollte Abenteuer erleben, nicht heiraten. Du hast eine Partie mit der Tochter eines Kalifen ausgeschlagen, die unsere Familie wirklich hätte stärken können? Vater, wir haben 20... Du bist so eine Null! Vater! Ich bin nicht mehr dein Vater! Geh mir aus den Augen! Ich will dich nicht wiedersehen, bis du Aber Vater, wir haben 20 Wachleute hier. Wenn wir um 12 Uhr in der Kom einfallen, können wir die gesamt erobern. Nein! Meine Männer hast du nicht mehr zur Verfügung. Geh irgendwo hin und komm erst wieder zurück, wenn du dir das Wohlwollen eines anderen Königshauses erarbeitet hast oder wieder eine Prinzessin geheiratet oder irgendetwas Entsprechendes. Ein Basilisken von mir aus getötet. Aber vorher habe ich keinen Sohn mehr. Weil du den ersten nicht wiedergefunden hast und du bist es auch nicht. Okay. Und so zog Nubur, auch bekannt als Alrik Plötzbogen, aus in die Welt, um Abenteuer zu erleben, um sich den Respekt und das Erbe seines Vaters wieder zu verdienen. Naja. Oder auf bei dem Versuch dabei festzustellen, dass er eigentlich gar nicht so großen Wert darauf legt. Aber das werden wir noch sehen. Sind die anderen Solo-Abenteuer auch so ausrüstungssegensreich? Nee, die sind von Hans-Joachim Alpers, ich glaube nicht. Plus 2 auf alle Attribute. Du weißt, dass das so das Level-Up-Äquivalent zu 10 Stufen ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob Ulrich Kiesow das wusste. Aber ich würde sagen, dir darfst du jetzt zusätzlich mit einem Wert, mit einem Schwert, das dir noch effektiv 2 Stufenaufstiege Bonus gibt und der besten Rüstung des Spiels. Ja. Einfach so am Anfang Level 1 Abenteuer hier. Bist du froh, dass wir es jetzt gespielt haben? War es das wert? Ja. Dass du ein paar schönere Zahlen auf deinem Bogen stehen hast? Oh ja. Auf deinem Plötzbogen? Das ist ja nicht der Plötzbogen. Der Plötzbogen ist ja der nicht da ist. Ah, das ist also nicht der echte Plötzbogen. Nubor, Alrik Plötzbogen. Ja, dann. Und der liebe Wachsam. Bisher deine beste Performance, Pappmarkus. Das wird er niemals erfahren, dass du das gesagt hast. Ab so können wir immer wieder spielen. Ich glaube, der guckt sich das schon an. Das ist so die Form, die ich ab jetzt von jedem Abenteuer erwarte, Markus. Also die Menge an Ausrüstung. Ja, mindestens. Ja. Wie fand ihr das Abenteuer? Das Abenteuer wirft viele Besser Fragen auf. Besserwisserisches Das ist so geschrieben wie das DSA-Regelbuch, also im besserwisserischen Tonfall die ganze Zeit. Keine Ahnung von den Regeln, die sie selbst geschrieben haben. Und es fragt OT-Wissen ab. Ja. Ob du das Märchen von Zwerg Nase gelesen hast. Das ist total stimmig, ne? Das ist nur ein Hauch stimmiger als ein Rätsel zu den Rolling Stones. Kannst du mal Markus die Maske abnehmen oder sie ihm richtig aufsetzen? Das stört die Leute schon seit 2,5 Stunden. Danke. Ja. Dazu gibt es natürlich... Und sie ihm richtig aufsetzen? Oder lass sie einfach runterhalten. Dazu gibt es Sachen wie unglaublich nervige Würfeleien, wie die Wölfe auf dem Hof, wo du, ich habe mich ein Feld weit bewegt, ich muss würfeln. Ich habe mich schon wieder ein Feld weit bewegt, ich muss würfeln. Ich bringe die jetzt um, ich habe keinen Bock mehr zu würfeln. Das ist die naheliegendste, was du machen kannst. Dann gibt es Sachen wie, ich öffne eine Tür, oh, das war es leider, du bist tot. Es gibt keinen Hinweis darauf. Es gibt... Nein. Gehst einfach, du kannst nicht würfeln. Es gibt nicht mal ein Save or Die. Du gehst rein, du bist tot. Effektiv. Ja, steht dir sogar dabei, egal wie vorsichtig sie vorgegangen sind, egal wie leise sie sich reingeschlichen haben, er bemerkt sie. Dann gibt es einen kompletten Unterbereich des Tempels, in dem nichts ist.
Vielleicht, wir wissen es nicht. Aber die Verhöhnung, wenn du den wieder verlässt, legt es nahe, dass das so ist. Ja. Es ist sehr fragwürdig. Außerdem die notgeilen Mini-Beschreibungen des Schleiertanzes, die zur Handlung eigentlich nichts beitragen, aber Uli mal schreiben wollte. Das hat er geschrieben. Also da waren zwischendurch im Text sehr viele, einfach so der Satz endet halt, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, das hätte ich vorlesen müssen. Ich kann ja nochmal, warte. Wer es in den Zugabe verlangt, es kam sehr gut an, das Stream heute Abend. Eine Zugabe, das Solo-Abenteuer ist jetzt durch. Das war bisher der unterhaltsamste DSA-1-Stream, den wir hatten. Tut mir leid, Markus. Markus! Er hat alles gegeben. Ja. Aber den nächsten Kanal, genau. Barbaras Fluch mit Blitz und Mingas, ne? Vielleicht kann Markus das ja auch delegieren. Hier dein Lächeln ein. Soeben hat die Tänzerin den zweiten Schleier gelöst. Der duftige Stoff schwebt zu Boden. Jetzt sehen Sie ihr Gesicht. Die entzückende kleine Nase, der hübsche Mund mit der vollen Unterlippe, das schmale, aber energische Kinn. So stelle ich mir das vor. Auch die runden Schultern der jungen Frau sind jetzt nicht mehr verhüllt und sie bewundert die porzellanweiße Haut. Die Tänzerin schließt die Augen und greift nach dem dritten Schleier. Würfel mit zwei Würfeln. Was hat es mit diesen zwei Würfeln auf sich gehabt? Die Zahl, die du unterwürfeln musstest mit dem Ergebnis, wurde immer niedriger. Ansonsten wärst du schon vorher bemerkt worden. Ich dachte, dass alle Leute wären so gefangen von dem Schauspiel und dann fällt jemand auf so, da häschelt jemand hinter dem Gatter über diese Perversen. Husch, geh weg. Warte, ich kann noch mal schauen. Ich hab ja alle Abschnitte mitgeschrieben oder fast alle. Deswegen finde ich hier schnell Sachen wieder. Was wäre dann passiert bei 208? Wenn man dich bemerkt, du hast halt immer exakt irgendwie, teilweise sogar wirklich auf den Punkt genau drunter gewürfelt. Sie hören ein lautes Plätschern und fahren erschrocken zusammen. Mitten im Badebassin ist jetzt plötzlich ein unglaublich fetter, mindestens 3 Meter großer Mann mit langem Haar. Das wäre also auch wieder passiert. Okay, dazu ist es eh gekommen. Der fette Mann wäre immer aufgetaucht. Ja, ansonsten haben wir... Der Tanz ist nicht vorbei, bevor der fette Mann nicht singt. Der hat gar nicht gesungen. Ansonsten, ach so, stimmt, das war der Manticore. DSA-1-Kram, also neben diesem bezaubernden Abenteuer findet ihr noch Kram dann wie... Diese DSA-1-Würfelbox mit den DSA-Würfeln, die wir die ganze Zeit benutzt haben. Das Schiff der verlorenen Seelen. Die Let's-Play-Variante vom Schiff der verlorenen Seelen. Kann man das sehen in der Kamera? Ja. Die 7 magischen Kelche, die Let's-Play-Variante des 7 magischen Kelche. Ich habe die eben sortiert. Die Wald ohne Wiederkehr, die Let's-Play-Variante des Walds ohne Wiederkehr. Wirtshaus zum schwarzen Keiler, die Let's-Play-Variante. Das Let's-Play-Sonderheft mit... Litas Tagebuch, dem Malbuch, das echt cool geworden ist. Vielleicht kriegen wir das auch noch als digitalen Download und Aufsteller. Oh, unsere Charakterbögen. Ja. Ich hatte ja auch mit dem aus. Nee, das wäre Stufe 2, das wäre zu schlecht gewesen. Das Buch der Macht mit Spieleiterwillkür. Es sind 2 L jetzt drauf gelandet. Das Buch der Regeln in Let's Play, das Buch der Abenteuer in Let's Play. Barbaras Fluch. Freu dich drauf. Das Tor der Welten, da fangen wir nächste Woche mit an, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ich glaube. Da leitet Markus ja schon. Mhm. Unter dem Nordlicht. Poster. Pläne. Das gehört gar nicht zu DS1. Und die Box, die noch nicht vollständig angeliefert wurde. Oh, und natürlich eine Dieme, die Tochter des Kalifen. Ist auch da drin, ja. Das voll toll ist. Voll toll, ja. Es hat einen gewissen Wert, ja. Am teuer Ausbauset. Ist das auch in der Box? Nee, das ist... Liegt nur einfach so da drin. Unwillentlich. Und Box, diese Schaumstoffmaske und die normalen Varianten der Rücher. Die ist übrigens fast so unbequem wie die Originalmaske des Meisters. Oh, nur auf vollkommen andere Art und Weise. Ich habe vorhin versucht, sie aufzusetzen. Die hat nämlich hier diese Knoten von dem Gummiband, das erstens sehr knapp bemessen ist. Und zweitens, diese Knoten stechen einem neben den Augenwinkeln brutal ins Gesicht. Mhm. Es ist noch dieses Retro-Heft für den amateurischen Boten drin, was ich auf jeden Fall, ich habe das gestern durchgeblättert und ich bin sehr begeistert davon, die ganzen Regelfragen, die immer gestellt wurden, ich möchte die heute auch mal so beantworten. Muss bei der Geschwindigkeitsberechnung auch die natürliche Rüstung humanoider Wesen berücksichtigt werden? Nein. Au. Au. Dann zieh sie doch ab, wenn es weh tut.
Kann ein Magier einen magischen Heiltrank herstellen, Zeit ausgetragen, indem er auf einer Flasche Wasser in LE umgewandelte AE überträgt, die er dann permanent bei sich abzieht? Nein. Kann ein Magier den Armatrutz auch auf andere Personen anwenden? Nein. Ich finde das super. Nächste Woche machen wir eine These 1 Themenwoche, da wird die Feedback-Adresse nur so beantwortet. Wir haben keinen Raum mehr unbesucht gelassen, richtig? Ah, so, ja genau. Ja, nein, Meistersache. Das sind die 3 Antwortmöglichkeiten, die es ab jetzt über Feedback gibt. Gibt es in Aventurien ein Bankwesen? Ja. Wirkt Telekinese auch auf Lebewesen? Nein. Wie stellt man aus Drachenblut Heiltränke her und wie viel LP bringen sie zurück? Meistersache. Wie hoch ist der Durchschnittslohn aventurischer Söldner? Meistersache. Wie oft kann man ein Wahrheitsamulett besuchen? Meistersache. Gibt es weibliche Druiden? Natürlich. Ich versuche mal herauszufinden, ob auf der anderen Strecke noch irgendwas was gewesen wäre. Oh, hier ist eine Abweichung. Gilt der Körperkraftbonus auf Schusswaffen? Nein! Ausrufezeichen. Ja, sehr schön. Also bisher habe ich nur einen Knick gefunden. Wer übrigens keinen Bock hat, sich selbst Helden auszuwürfeln, dafür gibt es das Kaiser Retro Sonderheft mit, ich glaube, 50 vorausgewürfelten Charakteren. Könnt ihr mal kurz ein paar von den Kommentaren in den Let's Play-Varianten zitieren? Vielleicht ist das Ja, weil du mitgeschrieben hast. Nein, warte, Markus hat mitgeschrieben. Markus, du und ich. Ich habe damit nichts. Genau, wer will schon die Kommentare von der Regiekatze lesen? Du hast meine Kommentare teilweise nochmal gecheckt. Ja, ja, ja. Ob sie lustig genug waren. Ist das lustig genug? Guck mal. Was wollen die denn aus dem Regelbuch, aus dem Abenteuer? Okay, wenn du hier in dem unterirdischen Teil woanders lang gegangen wärst, wärst du am Ende in einen Raum gekommen. Mit einer Luke nach oben, die in den Innenhof des Palastes führen würde, aber so gründlich irgendwie verkeilt und verschlossen ist, dass du sie nicht mehr nutzen kannst. So, es bleibt noch ein unterirdischer Weg, den du hättest nehmen können. Ich schaue mal, ob da irgendwas ist. Was wird gewünscht an Let's Play-Kommentaren? Regeln oder Abenteuer? Achso, das war mein Wunsch, nicht der vom Chat. Ach so. Geil. Der ist zugemauert. Okay, Es ist einfach nur Zeitverschwendung. Ja. Ja, wo sind die Diebe? Du kannst ja irgendwo einen Raum mit Dieben finden und ihnen den Mittelfinger zeigen. Hier, guck mal dann. Jetzt ist es übrigens dann auch in der entsprechend die unzensierte Fassung mit dem rabiaten, übergriffigen Ork. Oh. Ja, und ansonsten, wo haben wir denn irgendwas, was ganz schön bunt ist? Es gab... Ich wurde vor ein paar Wochen spontan in einer Diskussion zu Wege der Vereinigung markiert von jemandem, der hoffte, dass ich seine Argumente unterstütze. Es tut nichts weiter zur Sache, aber irgendjemand anders in der Diskussion schrieb auch, Ulrich Kisow und Hans-Joachim Alpers würden sich angesichts dieses Crowdfundings doch im Grab umdrehen. Nein, das Wege der Vereinigung. Okay. Daraufhin schrieb ich, arrogante Bratze, die ich bin, also der Werner Fuchs lebt noch und ich könnte ihn demnächst mal fragen, wenn ich mit ihm zur Heinz-Con fahre, was er darüber denkt und was er denkt, was Ulrich Kisow und Hans-Joachim Alpers gesagt hätten. Soll ich wiederholen, was seine Antwort war? Ja, bitte. Er sagte, ich find's lustig, damit wäre das schon mal geklärt. Und zweitens, der Uli und der Hajo Alpers, die waren doch die eigentlichen Pornografen, die wollten's nur nicht zugeben. Ich wurde wenigstens ehrlich. O-Ton. KK und er meinte, das hätte man viel früher machen sollen. Wir waren doch alles Hippies. Ich hab doch kein Problem damit. Werner sagt dann auch öfters gerne mal, ich war ja im Summer of Love 18. Und dann wackelt er mit den Augenrollen. So, hey. Dann frag ich nicht weiter nach. Also im Regelbuch sieht das jetzt mit den Kommentaren etwa so aus. Hier zum Beispiel über 5 Zeilen beschwere ich mich darüber, wie furchtbar die Zweihandwaffen in dieser sind und wie nutzlos das ist. Hier oben gibt es dann noch, also ich hatte die blauen Kommentare, glaube ich, die grünen sind von Markus und die roten von dir. Ja. Genau. Ich mag fast am liebsten die Kommentare, die wir teilweise zu den Bildern gemacht haben. Ich schreibe hier zum Beispiel, hier wäre Platz für Ihre Waffe. Ich beantrage ein Stuch. Das war nicht besonders schlagfertig, aber es gibt noch deutlich bessere Bilderkommentare. Ah, Brüste. Das kommt ja immer gut. Ja, ich setze mich wieder hin. Preiset die Brüste. Das habe ich gesagt, war ja klar. Preiset die Brüste bei Gitti Baba, Kreislauf des Lebens und so.
nicht die schlechtesten Dinge, die man reisen kann von dir. Ja. Okay, zwei Dinge aus dem Chat. Erstens, es wird gefragt nach der Leinenbox von Kaiser Reto, die jetzt hier nicht rumliegt. Und zweitens, Nightwish Drache aus Magdeburg grüßt dich und möchte, dass du mal seinen Namen sagst. Nightwish Drache, wie ist es? Drache aus Magdeburg. Nightwish Drache. Einfach nur. Ach so, der heißt ja nicht Nightwish Drache aus Magdeburg. Hallo, Nightwish Drache. Ich kann erraten, welche Musik du hörst. Die Linebox habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Die ist ein scheues Tier und versteckt sich noch in der Anlieferung. Versteckt sich wahrscheinlich noch im Lager unter Kisten von anderen Sachen, die da noch liegen. Wir haben leider keinen Steff hier, um einen genaueren Report über die Lagerbestände abzugeben. Marato aus Riva möchte nicht, dass du ihn grüßt. Okay. Oh. Das war ja einfach. Ja, manche Wünsche kann man leicht erfüllen. Musst du alle anderen grüßen. Okay. Ich grüße alle im Stream, außer Marato aus Riva. Das gibt eins mit der Mottkeule. Die liegt bei uns im Studio. Ja, und jetzt? Jetzt wird gewünscht, dass du den Mott grüßt von allen, außer dem... Das ist nur albern. So. Ich denke, wir könnten noch mal kurz auf die nächsten zwei Streams hinweisen. Nächste Woche Mittwoch werden wir durch das Tor der Welten spielen. Das seltsame Science-Fiction-Abenteuer, das Werner Fuchs geschrieben hat, weswegen sich danach alle Leute beschwert haben und er dann nur noch Fantasy schreiben musste. Ja, morgen streamt aus unserem kleinen Verbund von Leuten Julia. Die zeichnet wieder Dinge. Ich weiß nicht was, aber sie wird wohl zeichnen morgen um 8 abends auf ihrem Channel Doodle Jule. Doodle, wie zeichnen Jule, wie Julia, Rufname, Spitzname. Es wurden in letzter Zeit viel Brüste gezeichnet. Ja, sie wird immer wieder dazu genötigt, sowas. Wer hätte gedacht, dass Brüste im Internet beliebt sind? Preise die Brüste. Das sind die nächsten beiden Streams. Das sind die nächsten beiden Streams, ja. Was wir Montag aufnehmen, ist kein Stream, sondern das werden wir für die Konserve machen, weil wir ja relativ früh am Nachmittag nur einen Timeslot haben. Da werden wir ein Let's Play aufnehmen. Und um die Uhrzeit guckt keiner. Ja, falls am Samstagabend jemand in Wien ist. Genau, Samstagabend sind wir in Wien und zeigen noch einmal in einer weiteren Premiere, in der Wien-Premiere, Space 1889. Falls ihr in Wien sein solltet zu dem Zeitpunkt, meldet euch, dann lassen wir euch irgendwie zukommen. Oder im Rest von Österreich, das ist ja nicht weiter bis Wien. Das ist doch nur dieses kleine Land da unten, oder? Dass das ziemlich weit nach Osten geht und das im Westen alles senkrecht gestellt ist, deswegen man auch lange zum Fahren braucht. Haben die nicht alle Helikopter? Naja. Am Wochenende ist in Duisburg auch die Spieldoch, die erste Spielmesse von dem Spielbrettmagazin. Das klingt, um ehrlich zu sein, wie eine sehr unhöfliche Antwort. So wie heul doch. Spieldoch. Spieldoch. Weiß ich nicht, die finde ich zum ersten Mal statt. Vielleicht ist die genau so. Auf jeden Fall. Das sind die ganzen Kackbratzenkinder. Ja, und Ulysses. Mit mehreren Mitarbeitern von uns. Wer also Dominik, die Social Media Philips und unseren Art Director Mike treffen möchte, die sind da vor Ort. Und bieten My Little Pony, Dungeons & Dragons und von diverse Brettspiele an. Spiel doch. Duisburg. Passt aber zu Duisburg, finde ich, die Einstellung. Jetzt müsste doch ein Spiel doch, Junge! Spiel doch, Junge! Ey. Ja, ich glaube, damit haben wir alle relevanten Themen abgehandelt. Das Einzige, was uns jetzt bleibt, sind Schminktipps und Politik. Das war noch nicht so Dienstag. Michael hat tatsächlich das erste Mal heute zugeschaut, während ich mich geschminkt habe für den Stream und war vollkommen baff, dass es gar nicht so weit weg ist von den Methoden, mit denen man eine Miniatur bemalt. Nur halt größer. Aber sich selbst ins Gesicht ist, glaube ich, schwieriger als die Miniatur vor allem. Ja. Man fängt mit einem Primer an und dann geht es mit einer Foundation weiter. Das hat schon mind blown, weil das bei Miniaturen eigentlich dasselbe ist. Nein, obwohl. Bist du auf das Spiel doch? Nee. Michael? Okay. Michael ist nicht auf das Spiel doch. Ist Steff auf das Spiel doch? Nee. Ist irgendjemand auf das Spiel doch, der hier im. Die Social Media Philips, der Dominik, der. Die sind nicht so wirklich in diesen Let's Plays relevant. Das stimmt. Bisher. Und der. Das heißt, du nutzt jetzt gerade diesen Stream einfach nur gnadenlos, um Werbung für Ulysses an Sachen zu machen. Ist okay. Das ist so wie diese Filmpremiere. Das ist mein Kanal. Ich kann ja Werbung für meinen Film machen. Du das auch, du sitzt in Plötz seinem Keller. Hm. Ich bestehe immer noch auf dessen Keller. Ich würde sagen, dass du mich grüßen sollst. Hey, Grüße an Nico. Danke. Der sitzt da hinten in der Ecke. Gut.
Jetzt beenden wir das wirklich, bevor wir uns hier noch um Kopf und Kragen reden. Außerdem ist da noch ein Stück Pizza, das irgendjemand hier aufessen wird. Tschüss, danke fürs Zuschauen. Danke, Herr Plötz. Ich schwenke nochmal den Plötz zum Abschied. Mir wird schlecht. Der Markus verträgt doch nichts, sei vorsichtig. Jetzt plotzt er gleich wieder. Vielleicht war das eben die Meldung vom Handy. Markus hat versucht, mich anzurufen und sich zu beschweren und das zu unterbinden. Was wir hier machen. Ja. Wie wir seine ernsten bisherigen Bemühungen um DSA 1 untergraben mit unserem Unsinn. Hm. Okay, ich drücke auf den Knopf. Tschüss, mach's gut und bis zum nächsten Mal.